Vereine zum Gruße, meine Freunde. Ich bin Osko. Und das ist meine Gruppe. Ich weiß, wir haben alle unsere Ecken und Kanten. Und manchmal tun wir Dinge, die euch nicht gefallen werden. Und wenn es euch nicht passt, dann macht eine Pause. Den Rest von euch lade ich ein, uns auf unserer Reise zu begleiten. Doch achtet bitte auf euch. Die Ramag ist ein Land voller Schrecken. Und solltet ihr dafür nicht bereit sein, dann bleibt lieber hier. Der Rest folgt mir. Ja, huhu, wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder DSA in sehr freier Version aus einem etwas abgewandelten Regelwerk aus Aventurische Meisterschaft. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzublättern. Wir spielen den Abenteuerzyklus Die Splitterdämmerung, daraus das Abenteuer Träume von Tod. Und wir sind schon in einer fortgeschrittenen Session, in Session 14. Und macht aber nichts. Ihr könnt hoffentlich auch so gut folgen. Die böse 13. Folge ist Geschichte, sagt der Tengil im Chat. Ja. Aber naja, der weiß nicht, ob der Antagonist dieser Runde hier der 13. ist oder vielleicht nicht noch etwas anderes. Mal gucken, was da die unheilige Zahl ist. Das weiß ich gar nicht auswendig. Naja, wir spielen, also ich spiele nicht alleine. Ich habe immer meine Gruppe dabei. Heute etwas gestutzt, aber trotzdem sehr engagiert wie immer. Ich habe hier den Marot, der spielt Jandrik, den Golgariten. Hallihallo. Und ich habe Eleanor, die spielt Elena, die Amazone. Andra zum Gruß, einen guten Abend. Dann haben wir den Kakko, der spielt den Perine-geweihten Osko. Hallo. Und last but not least haben wir Ossi dabei, der spielt Astanio, den Weißmagier. Die 12 zum Gruße. Jo. Da sind wir alle in der Rabenmark. Schön, dass ihr so viel Feedback hinterlassen habt unter dem letzten Video. Teilweise auch zu den Disclaimern, die scheinen euch sehr gut zu gefallen. Gut, dann machen wir das auch weiter so. Ja, könnt ihr trotzdem weiter irgendwie drunter schreiben, das loben oder nicht loben. Einige überspringen das tatsächlich immer. Also der Dollarpower hat das geschrieben heute in seinem Kommentar, dass er den Disclaimer immer übersprungen hat und dadurch die neuen Disclaimer alle auch über verpasst hat. Also die letzten Folgen lohnt es sich, das nochmal zu hören, glaube ich. Wir haben uns sehr Mühe gegeben. Ja, trotzdem müssen wir noch kurz was dazu sagen. Also wenn ihr hier DSA-Regelwerk abgreifen wollt, dann ist es hier ein bisschen schlecht, weil diese Runde hier so gut wie gar kein Regelwerk besitzt.
Das heißt, wir werden ganz viel immersiv erzählen gemeinsam. Das heißt aber auch, dass wir vielleicht nicht auf den Chat eingehen können. Das heißt, ihr dürft da gerne drin rumschreiben und mitfiebern und so. Dass ich lese alles mit oder wir lesen alles mit. Aber nehmt uns das nicht krumm, wenn wir da nicht drauf reagieren können, weil wir müssen ja spielen, ne? Für euch und für uns. Ja, wir sind immer noch in der Rabenmark. Ich kann euch das nochmal zeigen, falls ihr das noch nicht wieder vergessen habt, weil wir haben ja jetzt einige über Ostern aussetzen müssen. Hier, wir sind doch inzwischen in der Rabenmark, also in der Ostrabenmark wieder angekommen. Ihr seht auf der linken Seite die gestrichelte Linie, das ist der Todeswall, den die HeldInnen zu Fall gebracht haben. Kurz dahinter nicht eingezeichnet ist das kleine Dörfchen Neu-Ogrinwacht, wo viele der HeldInnen herkommen, zumindest lange gelebt haben. Und ja, ein Teil der Gruppe ist dort, denn die Gruppe hat sich getrennt. Und wir haben Osko, Jandrik und Mora, die in Neu-Ogrinwacht sind. Und auch diese kleine Gruppe hat sich getrennt, weil Mora nicht mit dem Bauern, wo Jandrik und Osko übernachten wollen, nicht erwünscht ist. Und deswegen haben wir da sogar noch eine Untertrennung. Und deswegen ist die gute Sierra heute nicht da, sondern die ist einfach auf dem Weg in ein fernes Land. Aber sie kommt hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Genau, und das andere Grüppchen ist Astanio und Ilena, die bei der alten Frau Esmeralda, die Tochter von Ilena, wieder abholen wollen, die gute Fenja. Und die drei von euch befreiten Kinder, die inzwischen aufgewacht sind und sich als magisch begabt herausgestellt haben. Aber wir hatten beim letzten Mal noch nicht genug Zeit, um da viel Interaktion zu machen. Genau, und die Hauptaufgabe von euch ist es, das Land, nachdem der Todeswall ja jetzt gefallen ist, vorzubereiten für die den Anmarsch der westlichen Truppen, um das Land zu befreien von den bösen Tagunitort-Anhängern. Und die Aufgabe hat vor allen Dingen Jandrik bekommen. Einige von euch haben noch so kleine Unteraufgaben, und zwar soll Astanio für die Magierakademie in Romelis herausfinden, was es mit den Kraftlinien in der Ostrabenmark auf sich hat. Und Osko hat die reine gefällige Aufgabe, wieder etwas Leben zurückzubringen in die Ostrabenmark, da wo sonst nicht so viel wächst und nicht so viel gedeiht. Reine gefällig wieder die Ernte voranzubringen. Und er hatte da einen kleinen Reine Disput mit einem höher gestellten Geweihten, wie man das denn machen könnte. Und Osko hat einen Plan, der andere Geweihte nicht so vielversprechend fand, aber Osko ist überzeugt davon. Mal gucken, was das noch bringen kann. Ja, und wie gesagt, das Heer wird irgendwann anrücken. Ihr sollt den Weg bereiten. Das heißt, schauen, welche Wege das Heer nehmen kann, um schnell auf die Hauptstadt, auf Altzoll zu marschieren und wo es da Unwägbarkeiten gibt und wie man das Heer versorgen kann und die Leute darauf vorbereiten, dass sie befreit werden und vielleicht Widerstand schon mal ausschalten, der allzu heftig ist. Genau, das ist eure Aufgabe. Und ja, wie gesagt, ihr habt euch ja getrennt und wenn wir gleich in die Rabenmark zurückkehren, muss ich auch noch die Aufnahme starten, nicht wahr? Weil mich wieder daran erinnert. habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, was ihr irgendwie noch sagen wollt, was ich irgendwie vergessen habe? Gut. Ich kann noch ein bisschen einmal eine kleine Sache noch ergänzen, dass Jandrik und Astanio eine sehr starke Auseinandersetzung hatten. Das ist vielleicht auch noch gut zu wissen. Das heißt, es ist momentan auch gar nicht so verkehrt, dass die beiden getrennte Wege gehen. Mal schauen, was das noch alles bringt. Und beim Anmarsch in die Rabenmark hinein hat Osko etwas Merkwürdiges beobachtet bei Astanio, dass da teilweise kein Atem kam.
oder sichtbar war, denn die HeldInnen reisen im Winter und es ist kalt und da sieht man normalerweise, wenn Leute atmen. Gut. Wer hat denn Lust, heute mit seiner Gruppe anzufangen? Also wo soll ich einsteigen? Freiwillige vor. Mir egal. Wir können gerne bei uns anfangen, müssen aber nicht. Das ist mal eine Aussage. Aber wenn sich schon mal jemand gemeldet hat, dann fangen wir da auch gleich an. Okay. So, ich hoffe, man hört im Hintergrund nicht zu sehr die Störgeräusche eines agil spielenden Kindes. Ja. So. Recording in progress. Ah, guck mal hier. Der Ossi weist mich noch auf die Socials hin. Ja, ich kann euch jetzt gerade, weil der Bot nicht im Chat ist, kann ich euch keine Socials einblenden. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr die anderen findet und was die so machen, dann schaut ihr auf YouTube einfach unten drunter in die Videobeschreibung. Da findet ihr alles. Oder ihr schaut auf der Koala Homepage. Da gibt es oben einen schönen Reiter namens Crew. Da könnt ihr kleine Schnipsel und Beschreibungen zu meinen MitspielerInnen sehen und auch alle Socials von denen, die relevant sind, abgreifen. Also wenn euch das interessiert, geht ja dahin. Leute, etwas eingeschränkt ohne Bot. Ich vermisse ihn, den Bot, wo auch immer er ist. Gut, ja. Roms, Roms. Wir haben die... Mein Gott. Wir haben die Rabenmark verlassen. Der Bot wird auf den Boden gehauen. Ja, ich glaube auch. Urlaub in Botswana. Also setz das mal ruhig hier jetzt so. Ich will anfangen. So, wir hatten beim letzten Mal sind wir geendet in der Nacht. Unterschlupf habt ihr alle gefunden. Jendrik und Osko haben Unterschlupf bei Bauer Rübensaat bekommen. Die Pferde konnten untergestellt werden. Aber der Bauer hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er nicht in die Nähe von Mora gelangen möchte. Und so hat sich Mora zurückgezogen. Wieder zurück in die Dunkelheit nach draußen. In das Unbekannte der noch verfalleneren Stadt Neu-Ogrenwacht. Im Haus des Bauern ist es schön warm durch den Ofen, der angemacht wurde. Decken sind ausgeteilt auf verschiedene Möbeljahre, auf Sessel- und Sitzgelegenheiten, die um den Ofen herum drapiert sind. Eigentlich hält sich die Familie hier gerade auf. Auf einem kleinen Schemel zwischen den Sitzmöglichkeiten, steht eine Glaskaraffe mit Wasser und ein halb aufgegessenes Laibbrot. Die Familie schaut an ihren Sitzmöglichkeiten rüber zu euch, zu Osko und zu Jandrik. Osko kennt sie besser als Jandrik. Jandrik erkennt hier eigentlich nur das kleine Mädchen mit den ausdruckslosen Augen, die neben ihrem Bruder sitzt und wirklich ja, zu euch herüberschaut, aber weder Freude noch Erstaunen noch irgendwelchen anderen emotionalen Ausdruck in ihrem Gesicht erkennen lässt. Die anderen haben eine Mischung aus Interesse, aber auch Furcht in ihren Zügen. Osko wird freundlicher angesehen als Jandrik. Frau Rübensaat steht auf und weist den kleinen Jungen an,
sein Möbeljahr doch zu räumen, damit Osko und Jandrik sich setzen können. Weist euch dann auf den großen großen Sessel, der dort ist, wo der kleine Junge quer drauf gelegen hat vorher, der sich jetzt zu seiner Schwester kuschelt. Danke, sehr freundlich. Nun gut. Ihr wolltet Geschichten hören, oder? Ich denke, das ist als Bezahlung ganz gut. Osko schaut zu Jandrik. Wo fangen wir da am besten an? Ich weiß nicht. Vielleicht versuchst du es mal. Osko denkt einen Moment drüber nach. Habt ihr denn irgendetwas, was euch besonders interessiert? Oder soll ich anfangen? Wo wart ihr die letzten Tage, Wochen? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist seit dem Feuer. Mir schon einige Tage her. Wir, und Osko schaut einmal zu einer Seite auf Jendrik, wir sind nach Westen aufgebrochen. Nach Westen? Da ist der Wall. Osko nickt. Ja, genau. Ihr seid wieder da? Sieht so aus, oder? Wenn das keine Geschichte ist, die müsst ihr jetzt aber ein bisschen ausführen. Naja, begonnen hat es eigentlich mit Jandrik. Wenn man mal ehrlich ist. Denn wir können, glaube ich, alle sagen, dass das eine ziemlich schicksalshafte Nacht war. Oder ein schicksalshafter Tag, als er bei uns angekommen ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Und dabei schaut Osko die Tochter von Ulf an. Hast du ihn nicht gefunden? Nickt einfach nur und starrt dann mit weit aufgerissenen Augen weiter Jandrik und Osko, also guckt so zwischen euch beiden hin und her. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass das ein, naja, dass das der Schub war oder der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Wir haben dich erst langsam kennengelernt, Jandrik. Vielleicht erzählst du am besten, was dich eigentlich genau hierher getrieben hat. Ich glaube, das kannst du noch am besten selber erzählen. Ich weiß nicht. Das ist alles. Und ich schaue die Kinder an. Streng geheim. Ja, der Junge faltet so die Hände und klatscht so ein bisschen irgendwie. Geheimnisse könntest du uns, aber ich kann den Mund halten. Ach, kannst du das? Ich kann natürlich nicht offen sprechen. Manche Dinge sind schon gefährlich, wenn man sie einfach nur ausspricht. Aber vielleicht erzähle ich euch ein kleines Märchen. Was haltet ihr davon? Ja, Märchen ist gut. Es war einmal ein wunderschöner, junger Held. Er hatte wallendes Haar und ein so schönes Angesicht, dass alle Frauen und jungen Mädchen, die ihn sahen, quasi schon bei seinem Anblick in Ohnmacht fielen. Dieser junge Mann aber hatte ein kleines Problem, denn sein Gott fand, dass er nicht
würdig für seinen Dienst ist, und schickte ihn, um zu beweisen, wie würdig er sei, in ein fürchterliches, dunkles, schreckliches Land voller Bosheit und Verderben. Dort, so hieß es, solle er eine Botschaft des Friedens senden. So reiste er in dieses finstere Land der Schrecken, umringt von Dämonen, fressenden Bäumen, menschenfressenden Bäumen, Drachen und allen möglichen anderen Kreaturen. Unter anderem auch gruselige kleine Mädchen. In diesem Land erlebte er Schreckliches. Doch eine Gruppe von tapferen Helden, die sich versteckt hatten, konnten ihm das Leben im letzten Moment retten, als er gerade dabei war, von einem riesigen Skelettendrachen gefressen zu werden. Der Drache hat ihn weit in die Höhe gerissen, weit über das Land hinaus, und wollte ihn gerade fallen lassen, als ein alter, verrückter Mann mit Engelsflügeln und einem Sonnenscheinkranz ihn aus dem Himmel pflückte und ihm das Leben rettete. So begab es sich, dass er diese armen, in der Finsternis verdorrten Helden traf und ihnen eine neue Chance bat. Denn der junge Held, er hatte eine Vision. Man müsse dieses Land befreien. Und so reisten sie zurück an die Grenze dieses finsteren Landes. Und nur mit der reinen Willenskraft und des Heldenmutes dieser Helden schafften sie es, die Grenze, die bis dahin undurchdringlich war, zu zerstören. Auf der anderen Seite trafen sie tapfere Recken, die kein anderes Ziel hatten, als eben dieses schreckliche Land zu befreien. Sie trafen sie und sie vereinbarten, zurückzugehen in diese Dunkelheit und jenen Menschen, die dort noch ausharren, Warnung zu geben. Selbst kleinen, gruseligen Mädchen. Aber das ist natürlich nur eine Geschichte und niemand weiß, wie sie endet und ob sie schon gestorben sind oder noch leben. Wer weiß das schon so genau? Der Junge rümpft so ein bisschen das Gesicht. Irgendwie klingt dieses Land nicht sonderlich düster. Es klingt doch völlig normal. Jadrik schaut ihn an, weiß irgendwie nicht so richtig. Habe ich erwähnt, dass es fressende... vergiss es. Das Mädchen dreht sich zu ihrem Bruder um, legt ihm so die Hand auf die Schulter, nickt nur. Jetzt blicke ich aber zu dem Mann, zu dem Vater. Ja, der hat die Stirn so in tief nach unten gezogen. Interessante Geschichte. Natürlich nur ein Märchen. Natürlich. Ich versuche so ein bisschen seine Reaktion einzuschätzen. Ja, er ist, wie gesagt, er schaut sehr interessiert Richtung Jandrik und weiß nicht so richtig, was er mit dieser Geschichte anfangen soll. Er scheint wohl durchschaut zu haben, dass du damit irgendwas ausdrücken wolltest, aber so ein bisschen schwingt der Unglaube mit. Naja, wie dem auch sei. Wir für unseren Teil sind zurückgekommen von unseren Reisen, um zu sehen, wie es dem Dorf so geht. Osko hat sich große Sorgen gemacht. Nun, im Dorf geht's nicht besonders gut, wie ihr vielleicht draußen gesehen habt. Ihr habt einen
mächtiges Feuer gewütet und die halbe Bevölkerung dahin gerafft. Ja, das konnten wir allerdings leider sehen. Wie geht's denn nun weiter? Jetzt, wo so viele fort sind. Ehrlich? Für mich ist es einfacher. Ich muss nicht mehr so viele Mäuler stopfen mit dem wenigen, was ich hier anbauen kann. Die Führung des Dorfes, sie ist noch hier? Na, das ist nicht ganz so einfach. Glaube ich gerade. Was meint ihr damit? Eigentlich ist ja Garere die Führerin des Dorfes gewesen. Weißt du ja, Osko. Klar. Aber über dein Feuer und nachdem hier alles gebrannt hat, haben sie und Rotair sich gestritten. Mal wieder. Das ist ja nichts Neues erstmal. Nun, Neu-Ogrin-Wacht ist quasi zweigespalten. Einige halten zur Rotair und die anderen zu Garere. Ich verstehe. Und auf welcher Seite bist du? Also rein vom Verhalten her bin ich für Rotair, aber naja, sie ist aus dem Tod wiedergekommen. Wir haben alle gesehen, wie sie gestorben ist. Tut mich schwer. Aber das, was sie sagt und was sie will und wie sie handelt, finde ich besser für Neu-Ogrin-Wacht als das, was Garere macht. Was will sie denn? Sie will, dass Garere aufhört mit diesem von oben herab, von diesem Diktieren von Handlungsweisen, dem Zwang. Ein für Freiheit einzutreten. Und sie sagt, Garere würde nicht die wahren Lehren der dunklen Mutter verbreiten. Und als Beweis, dass die dunkle Mutter eher mit ihr hält, als statt mit Garere, nimmt sie sich selber, weil sie aus dem Tod wieder auferstanden ist. Und bekämpfen sie sich? Irgendwie schon. Ja. Momentan hat Garere immer noch die Hoheit über den Tempel. Aber da gab es einige Handgreiflichkeiten. Nicht zwischen den beiden direkt, aber immer zwischen den beiden Gruppierungen. Die einen, wie gesagt, halten für die eine, die andere für die andere. Wie viele Leute sind überhaupt noch im Dorf? 2 Dutzend vielleicht. Und das Dorf ist zur Hälfte gespalten? Ja. Ihr sagtet, ihr haltet zu Rotair. Aber ja, wenn schon jemand hier alles anführt, dann sie. Das klingt aber so, als ob ihr damit auch nicht wirklich zufrieden seid. Schaut sich so um. Sie ist eine, genauso wie Garegra, eine Vertreterin der dunklen Mutter, die mag ich nicht besonders. Ein ganz anderes Thema. Wie steht es mit eurer Ernte? Ich hoffe, es geht alles gut. Oder hat der Brand viel beschädigt? Meine Silos sind nicht einfach nicht verbrannt. Gut, der Hof liegt halt außerhalb. Das war meine Rettung. Aber ist es noch so wie früher? Dass auf den Äckern nicht mehr so viel wächst wie damals? Naja. Ihr wart jetzt auch nicht so lange weg. Weißt du, die letzte Ernte mitbekommen. War nicht sonderlich berauschend. Du weißt ja, dass ich nicht so lange hier war. Aber was Umdor mir erzählt hat und was ich erlebt habe hier, es wird immer schlimmer, oder?
Ich erinnere mich. Ich hatte ja draußen versucht, etwas anzubauen, aber irgendwie hat das nie funktioniert. Das war so frustrierend immer. Denk mal, Ulf, du kennst das selber als Bauer. Aber ich habe mir Gedanken gemacht darüber. Über die Äcker. Und darüber, wie man wieder den Boden etwas fruchtbarer machen könnte. Es ist schwierig, besonders weil, ich sag mal, der Segen der dunklen Mutter nicht wirklich für uns arbeitet in der Hinsicht. Naja, werden wir spätestens in einem guten Jahr erst sehen können, ob was da an Erträgen reinkommt. Glaubst du daran? Bis jetzt hat es immer alles ausgereicht und jetzt, wo wir weniger Mäuler zu stopfen haben, denke ich, kommen wir über die Runden. Aber ist es nicht frustrierend, immer nur über die Runden zu kommen? Ja, ich habe schon überlegt, ob wir nicht auswandern nach Geisfeld. In Geisfeld wird es nicht besser sein. Doch, in Geisfeld ist das die Kornkammer der Ostrabenmark, weißt du doch. Wenn irgendwo was wächst, dann da. Wenn es überhaupt hier wächst. Der Boden hier ist so tot wie die Skelette, die hier rumwandern. Das weißt du. Das weiß ich auch. Ja. Ist das in den anderen Dörfern ringsherum auch so? Dass die Skelette wandern? Nein. Die Situation, dass sie so schwierig ist. Wie gesagt, in Geisfeld nicht. Andere Dörfer kenne ich nicht. Komm nicht so wopft raus. Aber in Geisfeld war ich schon ein paar Mal, um Samen zu kaufen. Aber Ulf, was ist, wenn ich dir sagen kann, dass Geisfeld, dass das nur eine müde Erscheinung ist zu dem, was ich gesehen habe, was möglich ist auf unserer Reise. Und was hast du vor? Oskar hält einen Moment inne, schließt kurz die Augen und atmet einmal tief durch. Was ist, wenn ich dir sagen kann, dass es Möglichkeiten gibt, das Land von dieser wieder zum Leben zu erwecken? Den Boden wieder nahbarer zu machen? Also ich hätte nichts gegen. Du hättest nichts dagegen, aber die Frage ist, was wärst du bereit dafür zu geben? Was habe ich denn anzubieten? Ich habe nichts. Das ist nicht wahr. Du hast volle Getreidesilos, du hast dich selbst und vielleicht einen Glauben. Glauben? Weißt du, Fremder, der Glaube wird hier einem ziemlich aberzogen in diesen Landen. Wie gründlich, das ist die Frage. Über die letzten Jahrzehnte und über die letzten Generationen, wenn ich meine Großeltern betrachte und Urgroßeltern, so oft der Glaube hier gewechselt hat auf diesem Landstrich. Nie war es irgendwie
für längere Zeit mal vernünftig. Dann kommen die einen, die Gottheit ist an, dann kommen die anderen, dann ist die Gottheit dran. Mal ist es gut, mal ist es nicht so gut. Im Endeffekt sagt man einfach nur das, was gerade in ist, und kommt über die Runden, hält sonst seine Schnauze. Aber, Entschuldigung mal, menschenfressende Bäume, Skelette, die in der Nacht herumlaufen, Drachen, die sich im Vollmond baden, und tote Drachen, die sich im Vollmond baden, das ist doch nichts. Das ist doch nichts. Das kann man doch nicht. Wie soll ich das ausdrücken? Das ist, oder wie hast du es gesagt? Das ist doch nichts, was in ist. Das ist doch nichts Normales, oder? Wo ein einfacher Bauer ein einfaches Leben führen kann, unter solchen Bedingungen. Seitdem die Bobadianer gekommen sind, ist das normal hier. Und uns hat es noch relativ gut getroffen. Wir sind hierher gereist in dieses kleine Dorf, haben den Bauernhof aufgebaut. Alles funktioniert soweit. Jetzt kommen wir mal zurück zu diesem Märchen. Oder zu einem ähnlichen Märchen. In diesem Märchen, den Rest der Geschichte habe ich vergessen zu erzählen, da kommen jene Kräfte aus einem anderen Teil der Welt, um das Übel aus diesem Land herauszuholen, herauszubrennen, das Land wieder fruchtbar zu machen. Die Frage ist, und das kann ich mir nicht so ganz genau allein beantworten, wie würden die Menschen reagieren auf einen solchen Vorstoß, die Menschen in so einem Märchenland? Auf die Ritter in strahlender Rüstung, die durchreiten, irgendwann wieder im Nichts verschwinden und dann ist wieder alles so wie vorher. Das hatten wir schon vor ein paar Jahren. Ja. Aber mehr als versuchen können das die Ritter doch nicht, oder? Bis jetzt sind sie gescheitert. Das ist die Erfahrung dieses Landstrichs, Fremder. Verstehe, aber vielleicht hat diese Erfahrung auch damit zu tun, dass dieser Landstrich ihnen nicht hilft. Jetzt schaut er dich ein bisschen wütend an. Helfen? Ich schaue ihn herausfordernd an. Helfen? Du weißt gar nicht, wie oft dir geholfen wurde. Ja. Es ist nicht einfach hier. Wenn du hilfst und du hast der falschen Seite geholfen, die Seite, die am Ende nicht gewinnt, dann bist nicht nur du dran, sondern deine Seele. Wer bis zum Hals im Sumpf steckt und wartet, dass man ihn herauszieht, wird nur herausfinden, dass jene Helfenden ebenfalls im Sumpf versinken. Wir warten nicht, dass wir aus dem Sumpf gezogen werden. Wir haben gelernt, im Sumpf zu schwimmen. Habt ihr das? Ja. Sieh meine Familie. Eure Bäume fressen die Kinder. Ich weiß nicht, ob man das Schwimmen nennen kann. Es ist und bleibt ein Sumpf. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. Vielleicht muss es das nicht bleiben. Das wäre in der Tat eine schöne Sache. Aber diesen Sumpf, den müssen schon die Bewohner selbst trockenlegen. Natürlich. Ulf, was ist, wenn ich dir sagen könnte, dass aus dem Sumpf eine blühende Wiese werden könnte? Schöne Vorstellung. Nicht wahr? Dann würde das Schwimmen aufhören, man könnte gehen. Man könnte schreiten. Man könnte Äcker bestellen. Pflanzen könnten das ganze Jahr über blühen. Es könnte reiche Ernte eingefahren werden. Und niemand müsste mehr hungern. Keiner müsste mehr Angst haben vor Bäumen, die Kinder nehmen, das Vieh in zwei teilen oder vor Toten, die auf der Erde wandeln.
könnte sein wie vor vielen, vielen Generationen hier. Was ist, wenn ich sage, dass der Zeitpunkt bald gekommen sein könnte? Schöne Geschichte. Ach, so ein Gedanken. Mal angenommen, diese zwei Führer, die ihr da habt, die diesen Landstrich führen, euer Dorf führen, sie wären nicht mehr. Wie würden die anderen reagieren, die normalen Leute? Wahrscheinlich würde schnell jemand kommen und Führer werden wollen. Würde man sofort zum Nekromantenrat reisen, um dies zu berichten? Bestimmt nicht. Wir sind hier so nah am Todeswall, hier kommt fast nie jemand vorbei. Aber was ihr nicht unterschätzen dürft, auch ich bin Rotaier dankbar für das, was sie hier geleistet hat. Immerhin hat sie Neu-Ogrenwacht gegründet. Zumindest war sie mit dafür verantwortlich, dass hier das ist, was hier ist. Verstehe. Aber sie ist eine treue Dienerin der Mutter. Ja, das würde ich so behaupten. Aber unter ihr war es niemals wirklich schlecht, wenn ihr versteht. Verstehe. Ich schaue zu Oskar. Aber war es denn jemals wirklich gut? Schaut euch das Dorf an. Natürlich ist es nicht nur Roter ihr Schuld. Aber ich... Wir wissen immer noch nicht, wer das Feuer gelegt hat. Es gibt Gerüchte. Das Feuer ist nur noch mal der Tropfen obendrauf. Die Ruinen gab es schon vorher. Ja, weil die Leute weggegangen sind. Du weißt selbst, wie das Dorf früher ausgesehen haben muss. Wie groß und prachtvoll es gewesen sein kann. Dieses Dorf ist schon lange nur noch in Schatten seiner selbst. Und was haben die beiden dafür gemacht, dass es wieder gut wird? Was hat die dunkle Mutter euch hier gebracht? Außer, dass ihr euch vor euren eigenen Träumen fürchtet. Weißt du, ich halte nichts davon, dass mir irgendjemand irgendwas bringt. Das unterscheidet mich vielleicht von dem einen oder anderen hier. Ich verlasse mich auf meine rechte und meine linke Hand. Und wenn mir jemand verspricht, der gibt mir eine dritte Hand, dann soll er das erstmal beweisen. Ich nehme das gern an. Aber Versprechungen? Ist gut. Du weißt, ich war bei den Götterdiensten zur dunklen Mutter genauso wenig wie du. Ich verstehe. Aber ich habe hier Kinder, Osko. Ich muss mich dem beugen, was hier ist. Dann lass mich dir zeigen morgen, was hier werden könnte. Gern. Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Draußen auf dem Acker. Hinten. Muss nur aufpassen, da sind ein paar von den... Es könnte sein, dass ein bisschen was von dem Vieh da rumläuft. Was im Fass ver... Ja. Einige haben ihre Häuser verloren, sind dann irgendwo anders untergekommen und hatten Hunger und haben ein paar meiner Tiere erschossen. Ich verstehe. Und die laufen da jetzt immer noch rum. Und ich habe sie bis jetzt noch nicht weggekriegt.
Wenn du willst, können wir dir dann auch noch behilflich sein. Aber lass mich dir morgen auf jeden Fall zeigen, was in Zukunft hier möglich sein kann. Und nicht nur mit Hilfe von anderen, sondern auch nur mit deinen eigenen Händen. Ja, gern. Das machen wir. Aber bis dahin und dabei schon Osko zu Jandrik, sollten wir vielleicht doch noch etwas schlafen. Es war eine anstrengende Reise. Wir danken euch in jedem Fall für eure Gastfreundschaft. Könnt euch da vorne in die Kojen legen. Danke, Ulf. Jandrik nickt. Wenn ihr euch zu Bett begebt, könnt ihr auch relativ schnell Schlaf finden, wenn ihr das möchtet. Jandrik möchte dann was anderes machen. Möchte nur so tun, als schlafe er und sucht dann noch das Gespräch mit Osko, aber können gerne schneiden. Ja. Dann schneiden wir mal kurz rüber zu Astanio und Elena, die am abendlichen Tisch noch zu später Stunde sitzen mit Esmeralda, der alten Dame, die so wundergut kochen kann. Auf einem Gebälk über euch steht der Käfig mit der jungen Eule drin. Daneben auf einem Hochbett schläft Benja. Die anderen Kinder schlafen unten in kleinen Kojen. Wann sind sie aufgewacht? Gar nicht so lange, nachdem ihr weg wart. Vielleicht einen Tag? Bei das Zeichen tragen sie immer noch, oder? Ja, das kriegt man auch nicht wirklich weg. Irgendwelche Begegnungen gehabt seitdem? Hier traut sich keiner hin. Das ist gut. Bis auf den Mondenpferde. Das haben wir ja mit hierhin gebracht. Merkwürdige Zauberer und... Die drei können zaubern. Das eine habe ich ja gesehen, die Elfe hat durch Würfel schweben lassen. Sie sind alle begabt, ja. Ja, das ist... Wie schlägt sich Fenja so? Ein aufgewecktes Mädchen. Sehr begabt. Hat sie sich denn benommen? Sie ist, naja, zu Hause immer nicht ganz einfach gewesen. Ziemlich eigensinnig und manchmal etwas sturköpfig. Nun, sie hat nicht so richtig gelernt, mit ihren Emotionen umzugehen manchmal. Viel hat sie unterdrückt. Ja. Ich habe ihr gesagt, solange sie hier ist, darf sie machen, was sie möchte, solange sie niemanden verletzt. Also hat vielleicht der ein oder andere Gegenstand etwas gelitten? Nicht so ein Holzpfahl oder sowas? Oh, nichts, was sich nicht reparieren ließe. Temperamentvoll ist die Kleine. Ja, der Apfel fällt wohl nicht weit vom Stamm. Ist ja auch nicht wirklich eine schöne Gegend, um ein Kind, für ein Kind zum Aufwachsen. Sie brauchte eine Aufgabe. Dann habe ich hier den guten Rondrio beschafft und ja. Ja, dieser Name. Ah, sie hat ihn ausgesucht. Da frage ich mich, woher habt ihr von? Von den alten Göttern erzählt? Nennen wir sie mal so? Nein.
Ich habe ihr gesagt, sie soll sich einen Namen aussuchen und sie hat gesagt, ich überleg mal. Und am nächsten Tag hatte sie ihr den Namen ausgesucht. Ich dachte, das kommt von euch. Ich habe mit ihr nie darüber geredet. Vielleicht muss ich morgen mit jemandem sprechen. Irgendwie. Ich irritiere mich das ein wenig. Aber ich finde es schön, ein schöner Name. Kinder kriegen manchmal mehr mit, als man glaubt. Ja. Wie sie auch eben schon sagte, sie ist gut im Verstecken. Ich denke, sie hat auch gut gelauscht. Dann und wann. Ja. Leider. Aber zum Glück hat sie darüber geschwiegen, über das, was sie gehört hat. Grandrio. Darf ich fragen, wer der Vater ist? Söldner Hauptmann. Das ist sehr präzise. Ich hatte eigentlich vermutet, dass er der Vater ist. Deutet so auf Astanio. Astanio brustet den Tee raus. Nee. Nein. Interessant. Ja, sie mag ihn sehr. Ja, sie hat ihn zum Teil etwas mit großgezogen. Ja. In der Art, wie sie über ihn geredet hat, habe ich wirklich gedacht, er wäre der Vater. Jetzt hebt Astadio eine Braue. Wie soll ich das verstehen? Naja, sie erzählt halt von euch beiden. Und aus den ihren Erzählungen habe ich geschlossen, dass du ihr Vater bist. Aber das scheint ja nicht zu stimmen. Vielleicht mehr oder minder ihr Ziehvater, ja, aber nicht der leibliche. Ja, er hat sie zum Teil auch mit ausgebildet und ja. Hat er das? Zieht so eine Augenbraue hoch. Lesen und schreiben kann er besser wie ich. Ach so, im Lesen und im Schreiben. Ah, ja, verstehe. Es war sehr schwierig, wenn ja etwas von und das Tanja fiel zu Elena aus den Augen herüber. Konventioneller Schwertkunst etwas beizubringen. Schwertkunst. Das wird überbewertet, glaube ich. Es kommt drauf an. Wenn man das eine nicht kann, muss man sich anders behelfen. Schwertkunst Manche hilft dir nicht beim Backen. Nein, das nicht. Da haben wir aber auch andere für. Und ich kann das ein bisschen, aber ja, ich habe es halt nie wirklich gelernt. Vorher, während meiner Jugend. Das heißt, ihr habt ihre Begabungen nie sonderlich gefördert. Welche Begabungen? Ich schätze mal das Brotbacken, worauf sie bei Osko so gestanden hat, was ihr richtig Spaß gemacht hat. Kochen. Ich hab gearbeitet, daher habe ich sie vielleicht manchmal etwas vernachlässigt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie Jette über die Schulter geschaut hat. Und da einiges gelernt hat. Ich spreche eher von den Begabungen, die in seiner Natur liegen. Bitte was? Was? Nicht ernsthaft. Ihr habt davon nichts bemerkt? Nein. Könnt ihr ein Beispiel geben? Naja, sie weiß Dinge, die sie nicht wissen sollte. Zum Beispiel. Sie kann unauffällig sein, wenn sie das möchte. Oh.
Wenn sie nicht möchte, dass sie gefunden wird, findet man sie nicht zum Beispiel. Aber wie? Woher? Warum? Es gibt viele. Ich glaube, wie das Ganze passiert, kannst du ziemlich gut erklären, das Daniel. Ja, also du bist ja noch der, am ehesten da weiß. Ich meine, also hast du denn eine Erklärung für? Mit dem überein, was, wie das Ganze passiert, was deine Art da macht. Aber du müsstest es eigentlich ganz gut begreifen können. Ich wundere mich, dass du das nicht erkannt hast. So, ich muss sagen, so, ich glaube, ich hätte nicht gedacht, dass es eine Tochter einer Profession, die nicht gerade Magiern so positiv gestimmt ist. Na? Also wie funktioniert das denn mit der Magie? Dass die zu Menschen kommt? Oder zu... Sie kommt nicht zu Menschen, sie ist da. Ja, aber sie ist damit geboren. Ja, aber und woher? Manchmal vererbt man sie. Also meistens. Ja, das kann ich ausschließen. Seid ihr sicher? Ja. Zumindest was meine Seite anbelangt. Wie soll ich hier was vererbt haben? Nein, nicht du. Es geht um ihren Vater. Ah. Okay. Manchmal entwickelt sich diese Gabe aber auch von selbst. Oder überspringt einige Generationen. Das ist zwar äußerst selten, aber es passiert. Nun. Es ist nicht unmöglich, dass es sich von selber entwickelt. Das war bei mir nicht anders. Keiner meiner Familie ist magisch begabt. Nichts seit Aufzeichnung zumindest. Ich war der Erste. Ah. Ist sie wohl jetzt die Erste in meiner Linie? Vielleicht ist es auch einfach nur hervorgebrochen in dieser Art, weil sie mit den anderen dreien zusammen war jetzt die ganze Zeit. Und man konnte es viel besser beobachten, deswegen... Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr es nicht entdeckt habt. Ja, aber es... Elena. Trotzdem. Das wäre jetzt nicht einfach zu sagen, aber... Wir müssen deine Tochter zu einer Akademie bringen. Dringend. Diese Kräfte können... sehr zerstörerisch sein. Dann brauche ich wohl einen Brief von dir, wa? Bringt mir Yandrix nichts mehr. Aber du schickst sie nicht nach Beilung. Ich weiß nicht, welche Akademien es gibt. Wieso wollte ich sie überhaupt auf eine Akademie schicken? Also ich halte das nicht für den einzigen Weg. Ja, natürlich gibt es auch noch die Wege mit dem privaten Meister, aber wer soll das übernehmen? Oh, nein, jetzt schaut nicht mich an! Jetzt schaut nicht mich an! Nicht jetzt. Du könntest es machen, sobald das hier alles befriedet ist. Natürlich könnte ich es machen, aber als Lehrer ja, aber... Oh. Aber als was nicht? Als Magie... Aber das geht doch nicht. Warum sollte das nicht gehen? Ich weiß nicht, wie ich Leuten magische Begabung beibringen soll. Sie ist doch begabt. Also einfach du sollst das dir Talent beibringen, fördern. Wenn du siehst, was sie... Ich weiß ja nicht, wie Magie funktioniert. Bei uns war das, wenn man gemerkt hat, jemand kann mit einer Waffe gut umgehen, dann ist er weiter an dieser Waffe geschult worden, in diese Richtung. Dafür müsste ich ja wissen, was sie kann. Wie hat sich das denn geäußert? Wie ich schon sagte, wenn sie nicht möchte, dass sie aufgefunden werden will, findet man sie nicht. Außer man hat gewisse Wege, sie zu finden. Und sie weiß Dinge, die sie eigentlich nicht wissen sollte, dann weiß sie. Elena, das hört sich sehr nach Romulus an.
Das hört sich extrem nach Romulus an. Das sind genau die Fähigkeiten, die man in Romulus brauchen würde. Ich war Kampfmagier. Das hört sich nicht nach kampfmagischer Begabung an. Nicht per se. Ja, aber ich möchte sie nicht hergeben. Ich möchte sie jetzt in Sicherheit wissen, ja. Und jetzt, nachdem ich davon erfahren habe, dass sie scheinbar begabt ist, noch mehr. Aber nein. Nicht dahin. Nein. Ich rate auch dringend davon ab, sie an einer Akademie zu geben. Vor allem nicht an diese. Warum nicht an diese? Es ist der Name nach Gareth. Aber gut. Du kannst es dir sicherlich denken. Ja, ich verstehe schon. Die politischen Verstrickungen. Ja. Nein, also nein. Ich muss mir das durch den Kopf gehen lassen. Du hast ja auch noch Zeit. Also ich werde sie in den Osten bringen, so oder so, keine Frage. Und dann soll sie da bleiben. Dann müssen wir sie trotz... Das ist schwierig. Weil sobald wir sie in den Osten bringen und sollte da irgendwas passieren, im Westen. Und was ist, wenn Frau Rattel was mitbekommt? Sagen sollten wir es ihr auf jeden Fall nicht, wenn sie nicht nach Romulus kommen soll. Ich hätte es ja liebend gern vermieden, diesen Namen zu nennen, aber ja. Sobald, du musst es so sehen, sobald bekannt wird, dass du magisch begabt wirst, kommt jemand, nimmt dich mit, egal ob das deine Familie möchte oder nicht, und du kommst zur Akademie. Oder es wird sehr schnell ein Lehrmeister verhandelt. Sehr schnell. Und der... Einige Dinge scheinen sich für mich gerade ziemlich aufzuhellen. Das sind ja fürchterliche Erfahrungen, die du gemacht hast, Astanio. Wenn das nur die fürchterlichsten wären. Aber das muss doch gar nicht so sein. Nein, es muss nicht so sein. Es gibt auch noch magische Wege außerhalb der klassischen Magierschulen. Hexen? Na, Astanio. Es ist so ein unschönes Wort. Ich würde eher Töchter der Sumo nennen. Oder Satuarias, Kinder. Also, Möglichkeit gibt's in euren Worten auch, Hexen oder Druiden? Und das Tan an die hohe Tiefluft. Die Sache schmeckt mir aber auch nicht. Die Hexe, am Ende ist das deine Entscheidung, Elena. Du wirst mir als Liebster, am liebsten als Ausbilder. Ich will sie nicht hier im Osten lassen. Vielleicht ist der Weg auch schon zum Teil vorgezeichnet. Elena guckt so zu diesem Vogel hoch. Sie nickt. Die beiden haben ein ziemlich inniges Verhältnis. Nun? Ein weiteres Indiz für mich übrigens. Das war der erste Test, den ich gemacht habe. Den Vogel wirst du nicht mehr los, Elena. Werden wir mitnehmen müssen. Ich möchte sie nicht hier lassen.
nicht mit dem, was kommt. Ich meine, ein Name ist ja schon gefallen eben. Wollen wir ehrlich sein, Astanio? Wir sagen, was kommt? Die Rabenmark wird befreit. Ja. Oder solle es. Na, das wird da Zeit. Und die anderen Kinder? Momentan habe ich ziemlich gute Freude an ihnen. Sie helfen mir im Haushalt und... Nein, ich rede von der Art ihrer Begabung. Und sie sind alle magisch begabt, ja. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Bis jetzt hatten sie zu keinem Tier eine Beziehung, wenn du das fragst. Außer Odania, die kann irgendwie mit allen Tieren ziemlich gut. Besonders mit Eichhörnchen. Die Elfe, richtig? Mhm. Das liegt aber eher in der Natur des Elfseins als in der Natur der Magie. Ach, so viel weiß ich dann auch über Elfen. Zumindest sie sollten wir wahrscheinlich zu den Akademien bringen. Ich denke, Odania wäre auch kein Problem, sie unterzukriegen. Mit den beiden Jungs wird es wahrscheinlich etwas schwieriger, aber nicht unmöglich. Wieso deshalb? Es funktioniert so, also zumindest für die Leute, die ich kenne, sind Männer nicht sonderlich häufig. Ah. Und dann direkt zwei auf einmal, das wäre eine ziemliche Umstellung für den Zirkel. Aber ich sage mal so, in Stanio wird plötzlich sehr still. Und in Stanios Kopf bilden sich Szenen ab von strengen Lehrern, von stundenlangem Gepauke, stundenlanger Schwertkampf, stundenlangem Stanio schüttelt langsam den Kopf. Sie hat recht. Diesen Brandmal werden wir wären alle drei sowieso einen Kopf kürzer, sobald sie auch nur den West betreten. Sie werden lernen müssen, das zu verbergen. Mhm. Wir können sie nicht in eine Akademie schicken. Nein, ich meine... Es geht nicht. Ich denke, Odania wird auch bei ihrem Volk nicht mehr aufgenommen. Nein, eindeutig nicht. Sobald die irgendetwas von Magie hören, sind sie ganz schnell weg. Und das Tanja schaut, Hilfe suchen zu Elena. Wenn man Depold in eine Akademie geben würde, es wäre wie wenn man ein Fass Hilaila Feuer anzündet. Mhm. Ja, das macht ordentlichen Bums. Ja, er ist... Naja, er redet von seinen Eltern ziemlich hoch. Das scheinen tatsächlich Kobolde gewesen zu sein. Koboldskinder habe ich noch nie erlebt, aber ich habe davon schon Geschichten gehört. Ach du lieber Himmel, das wird ja immer schlimmer. Das wird ja immer schlimmer. Oh nein. Tion ist relativ zurückgezogen. Also bei ihm könnte ich es mir noch am ehesten vorstellen, dass er auf eine normale menschliche Akademie geht. Vielleicht schicke ich ihn in den Norden nach Lohwangen. Nein. Und Astanio zittert mit den Händen. Ich mach's. Aber später, ja. Später. Wir schicken sie zu keiner Akademie. Würden das nicht überleben. Selbst wenn. Und wenn das ganz normale Kinder wären. Selbst dann nicht.
Sie müssen zumindest lernen, wie sie ihre Kräfte beherrschen können. So dass sie nicht einfach so hervorbrechen. Gibt es hier in diesem Haus irgendeine Art Alkohol? Ich hätte Tee, aber kein Alkohol. Dann nehme ich auch gerne einen Tee. Dann muss ich das Feuer wieder anmachen, aber das, naja. Und das Teil schnipst. Praktisch. Zeigt das bloß nicht Depold. Ja, ich hab ich mir schon gedacht. Und Astadio merkt langsam, wie seine Sicht noch schlechter wird. Ich bin dafür, Elena, dass wir schlafen gehen. Mhm. Ich werde morgen sehr früh aufstehen müssen. Ich glaube, ich muss mal wieder einen alten Tanz aus meiner Herab-Zwar-Kiste rauskramen. Das ist ein interessantes Phänomen. Was wird dir da gerade gemacht? Was meint ihr? Schaut mich mal an. Astanio schaut sie an mit trüben Augen. Darf ich? Ja. Lasst mich mal sehen. Wartet mal. Sie nestelt so an ihren Füßen herum und zieht die Schuhe aus. Nimmt dann eine Handvoll Erde aus einem Blumenkübel neben ihr, schmollt den so über den Boden, stellt sich so da drauf, schaut dich dann so ganz interessiert an, zieht so die Stirn raus. Ei. Kindchen. Ganz schön ausgetrocknet, was? Was hast du angestellt? Jemanden, der mir eigentlich recht wichtig ist, das Leben gerettet. Und dafür mit dem bezahlt? Ich war schon ziemlich leer, wenn ihr versteht. Und ich habe, glaube ich, den größten Zauber aufbringen müssen, den ich... Ich kannte ihn nicht einmal. Ich habe ihn einfach getan. Aber ich kann dazu nicht viel sagen. Ich habe wenig Erinnerung daran. Da müsst ihr schon Elena fragen. Darf ich offen sein? Schaut so zu Elena und zu Astane zwischen den beiden. Ja, ich glaube auch, dass Astane das hier noch was anderes meint. Nicht nur deine Augen. Das andere meint nicht nur deine Augen. Von mir aus. Der Alterszauber, ne? Da liegt ein Makel auf euch, den man ziemlich deutlich sehen kann, wenn man genau hinsieht. Ja, der liegt schon ein paar Jahre dort. Ihr habt wohl irgendjemanden ziemlich erzürnt? Nein. Jahre ist das bestimmt nicht her, der ist ziemlich neu. Wie? Dann ist es doch was anderes. Dann ist es doch, hat es doch mit den Augen zu tun. Also wenn das Jahre her wäre, das würde man sicherlich in der, da würde es nicht so intensiv sein. Und es wahrscheinlich wäre die dann schon längst tot. Was? Das da, tippt ihr so auf die Stirn. Den langen Fingernagel. Ist das eindeutig eine Verbindung zu einem Außerweltlichen. Was? Habt ihr mal einen Dämonen beschworen? Nein. Seid ihr sicher? Ja. Nicht. Kennt ihr jemanden, der einen Dämon beschworen hat? Nein. Kennt ihr vielleicht jemanden, der Dämonen beschwören könnte und euch Übles will? Äh,
Mir kommt da gerade was anderes noch in den Sinn. Wir haben einen Dämonen getötet. Ja, und davor die Sache mit der Karte. Karte? Die Karte. Oh, Scheibenhonig. Oh je. Stimmt, da war ja was. Hm. Sei jetzt nicht, dass du ihn übernommen hast. Nee. Übernommen also, haben ist, wir den. Es ist kein Dämon in ihm oder so etwas. Ich kann euch beruhigen, aber da ist eine Verbindung. Zu einem Dämon. Mhm. Was? Und wie soll das sein? Wie soll das klappen? Ich bin da keine Expertin drin. Ich weiß nicht. Ich kann es nur sehen, dass es da ist. Kann man sagen, welche? Ich kenne mich nicht so aus damit. Ich sehe nur den Makel. Kann den beschreiben? Vielleicht kann das Daniel dann... Es ist ein dicker, schwarzer Fleck auf seiner Stirn. Hm. In dem Moment schnellt Astanio in die Höhe, wirft dabei fast seinen Becher Tee um und rast zu den Pferden. Astanio. Ich muss hinterher. Was ist denn jetzt schon? Habe ich was Falsches gesagt? Ich weiß. Keine Ahnung, ich bin mal kurz draußen. Nicht, dass er wieder in den Wasserdruck fällt. Astanio rennt ihm hinterher. Hofft, dass er nicht wieder im Wasserdruck gelandet ist. Und das Tanio, wenn du nach draußen gehst, siehst du das Tanio an seinem Pferd herumreißen, an den Satteltaschen und leise vor sich hinfluchen. Tanio, was ist los? Die Bücher, wo sind die Bücher? Habe ich die Bücher mitgenommen? Hast du? Wo? Da, welche? Die andere. Ja, ich hol sie dir. Ich such die drei Bücher, vier Bücher raus und ich hab sie. Und jetzt? Wir müssen rein, es ist zu dunkel. Ich muss das nachlesen. Ja, wenn das überhaupt geht. Deine Augen sind irgendwie gedacht, es sind auf dem Weg der Besserung, aber durch das Feuer waren sie jetzt wieder schlechter. Dann ich drück dir. Komm, schaffst du es alleine rein, dann befreie ich gerade die Pferde vom Gepäck. Ich würde sagen, ja, ich. Einfach an der Hauswand lang. Ja, gib mir die Bücher. Kriegst, oder ich geb dir eins. Nein, gib mir alle. Gut, dann mach du. Was, wenn eins runterfällt, heb ich's auf und bring's mit. Ja. Und Astanio schnappt sich von Elena die Bücher und rast wieder ins Haus rein. Wow. Ja, Elena kümmert sich darum, dass die Pferde vom Zaumzeug und Sattel befreit werden, schmeißt es auf den Karren und folgt dann Astanio zurück ins Haus. Astanio hat die Bücher auf den Tisch krachen lassen und geht zum Inhalt. Wächst die Kinder auf. Ja, ist ja gut. Und folgt mit seinem Finger dem Inhaltsverzeichnis bis zum Buchstaben D. Findet er da was? Klar. Dämonologie. Seite 433. Und mit einem Rucken und mit der anderen Hand abfedernd schlägt er die erste Seite des Dämonologien-Kapitel auf. Ja, das ist das noch gelesen? Es ist sehr rudimentäre Informationen da drin. Also, ja, aber sind grober Abriss. Also, dass es die gibt und dass sie die Gegenspieler der Zwölfe darstellen, dass sie in verschiedene Sphären eingeordnet sind, dass es kleine und große Dämonen gibt, dass man sie anhand der Hörner erkennen kann, wie stark sie sind. Das bringt mich alles nicht weiter. Da steht nichts mit Verbindung. Und das Tanjo schlägt das nächste Buch auf und das macht dasselbe. Also man hat dir keine dämonologischen Bücher mitgegeben, wo du genaue Informationen über Beschwörungen oder sonstige Sachen mit
kommst. Dafür müsstest du wahrscheinlich nach Brabak reisen oder nach... Also. Siehst nicht glücklich aus? Hier steht nichts. Eventuell könntest du auch nach Kuslik reisen. Ich glaube, dafür ist... Die Pfeile des Lichts mal fragen. Warum ist auch die falsche Akademie, oder? Nicht zwingend, nein. Das sind ganz normale Grundbücher. Das ist leider keine Spezialisierung. Ja, vor allen Dingen befassen sich die Bücher, die du mitbekommen hast, ja mit der Kraftlinienmagie, mit den Thesen. Wenn ich weiter was über Dämonen rausfinden müsste, müssten wir ewig reisen. Das können wir uns gerade nicht leisten. Ich stelle mir gerade die Frage, ob die gute Magistra das auch bemerkt hat. Weil ihr Gesichtsausdruck, als sie dich analysiert hat, war auch nicht gerade begeistert, wenn ich das nicht mich recht erinnere. Es gibt noch einen Ort, wo wir Nachforschungen anstellen könnten. Ja, der da wäre. Ohrenwacht. Roter hier. Ja. Wir wissen nicht, was in ihren Büros sind. Ja. Es ist das Einzige, was mir einfällt. Mit ihr lässt sich auch reden. Was? Besser als mit Carrera. Zumindest ist sie die Dienerin einer Dämonin, ja. Ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn ich dort mich sichtbar wieder zeige. Gleiches gilt wahrscheinlich für mich. Wie lange vermutet ihr? Noch nicht lange. Vielleicht 1-2 Tage, wenn überhaupt. Wie? Dann kann sie es ja nicht bemerkt haben. Vielleicht auch 3, aber ich bin mir nicht sicher. Wir haben jetzt 1,5 Tage hier hingebraucht. Aber das... Wie lang ist das her, dass die Speere zerbrochen sind? Nicht einmal einen halben Tag. Das ist, ja. Eineinhalb. Ja, ziemlich, also bemerkt habt ihr es ja auf dem Weg, wo ihr noch zusammen wart. Ja, da sind die ja aktiv zerbrochen. Oh je. Aber wie? Ich verstehe immer noch nicht wie. Oder wer? Weil ich habe eindeutig keinen Pakt mit einem Dämonen eingegangen. Nein, aber... Ein Dämon scheint Interesse an dir zu hegen. Oh, das ist ja so viel besser. Aber warum sollte ein Dämon an mir Interesse haben? Das macht doch keinen Sinn. Du hast eine Seele. Naja. Ich glaube, ich muss dich aufs Ohr hauen. Das ist zu viel für mich. Ja, wir sollten uns hinlegen. Ich könnte ein paar Schwestern fragen. Das würde ein bisschen dauern, bis ich sie gerufen habe. Ich glaube, dass die Zeit haben wir nicht. Die beste Chance ist wohl, dass ich nach Okrenbach reite. Ich werde nicht... Du willst mich nicht zurückbegleiten. Ich will nicht alleine zurückreisen durch den Wald. Und ich möchte sie, jetzt wo ich weiß, dass meine Tochter wohl auch begabt ist, nicht hier lassen. Wir können eigentlich keine der Kinder hier lassen. Aber wir können sie eigentlich auch nicht ins Lager bringen. Das wollt ihr machen, Tochter. Also. Es ist immer noch besser, wenn sie hier bleiben, als wenn wir sie ins Lager bringen. Das ist Fakt. Ja, es landet sie noch widerwillig in irgendeiner Akademie und dann redet sie kein Wort mehr mit mir. Und die anderen Kinder werden, keine Ahnung, verbrannt. Ja. Die lassen die Kinder hier. Ja.
Nun, wenn es mir nicht leicht fällt. Ich kann nur anbieten, dass ich mich gut um sie kümmere. Ja. Ich. Masano wendet sich an die alte Dame. In der Navi gefällt dir eigentlich das Leben eines einfachen Bauern? Solange ich Beschäftigung habe, ist mir doch alles egal. Und dann wendet sich das Zerne wieder an die alte Frau. Wenn das alles hier vorbei ist, könnt ihr jetzt 4 kräftige Hände gebrauchen? Ich kann immer kräftige Hände gebrauchen. Dann, wenn das alles hier vorbei ist. Klingt nach einem Plan. Ja. Wenn das alles hier vorbei ist. Dann sollten wir nicht zurückkommen. Nastanio legt seinen Ring ab und drückt der alten Frau das in die Hand. Zumindest was soll ich damit? Verkaufen. Aufbewahren. Er hat schützende Kräfte. Dankeschön. Steckt ihn weg. Und dann begibt sich das Tanio zum Schlafen. Ich lehne aus, wird das Rüstung ausziehen. Schwert ablegen, aber dann doch mit dem Schwert hoch zu ihrer Tochter klettern und sich zu ihrer Tochter ins Bett legen. Lied summen und dann noch einschlafen. Ja, könnt ihr einschlafen. Jandrik wollte noch irgendwas machen, während Asko schon eingeschlafen ist oder dabei ist einzuschlafen. Asko. Ja, ja, Jandrik. Sag mir, was hältst du von dem Ganzen hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe diese Rota eher nie kennengelernt. Ich habe nur ein wenig über sie gehört. Deswegen kann ich über sie nichts sagen. Sie ist eine Anhängerin der dunklen Mutter, oder? Ja. Und wenn sie herausfindet, dass wir hier sind, was wird sie tun? Wahrscheinlich auf dem Dorfplatz aufknüpfen wollen. Oder noch Schlimmeres. Pass auf, das ist so. Ich überlege schon die ganze Zeit, was wir genau tun sollen. Ich habe keine wirklich klaren Anweisungen. Ich auch nicht. Aber rausfinden, wie die Lage hier ist. Wir haben mit einem Bauern geredet, aber mit je mehr Bauern wir reden, umso wahrscheinlicher ist, dass uns einer verrät. Ich weiß nicht genau, wann die Soldaten kommen, aber was ich weiß ist, dass je länger es dauert, bis die Armee verraten wird oder bis der Feind vorgewarnt wird, umso besser. Okranwacht. Das wäre doch kein schlechter Brückenkopf, oder? Nein, überhaupt nicht. Deswegen sind wir hier. Die Frage ist nur, wie viel tun wir selbst? Oder halten wir die Füße still, beobachten und schicken dann Boten zurück? Aber ich weiß auch nicht, wie sehr wir diesen Bauern trauen können. Wird er uns verraten? Oder sollten wir lieber schnell handeln? Genau wissen weiß ich es auch nicht. Aber ich glaube nicht, dass Ulf uns verraten wird. Von den paar anderen weiß ich es nicht genau. Ich denke nur, dass wir... Ich weiß es auch nicht. Okay, rein hypothetisch. Was würdest du davon halten, wenn ich diese 2 Anführer ausschalte? Das ist eine gute Frage. Ich denke,
Es muss darauf hinauslaufen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, weißt du? Man kann versuchen, sie... Naja. Das ist eigentlich etwas, was jemand wie ich nicht sagen sollte. Was auch immer das heißen soll, was auch immer ich bin. Aber man kann versuchen, sie zu beseitigen. Wir könnten andererseits, sag noch nichts, wir könnten andererseits versuchen, den Zwietracht zwischen diesen zwei Gruppen weiter zu schüren. Das sind die zwei gangbaren Wege, die ich im Moment sehe. Entweder die Köpfe so schnell wie möglich abschlagen und gucken, dass wir dieses Dorf unter unsere Kontrolle kriegen, oder es in Chaos versinken lassen. Das eine, das erste, hat die Gefahr, dass wir scheitern und dass wir uns Dinge schuldig machen, die wir dann nicht mehr zurücknehmen können. Aber es ist Krieg. Das andere hat die Gefahr, dass wir das Dorf so sehr gefährden, dass noch weitere Leute sterben und auch Unschuldige. Wir sollen das Land vorbereiten, dass die Truppen kommen. Ganz genau. Wäre es da nicht unvorteilhaft, wenn wir das Land ins Chaos stürzen? Ja. Wäre es nicht? Ich hatte die Idee, dass wir den Leuten erst einmal Ulf eine Expertise bieten. Es wird uns nicht glauben. Wir müssen, das hat er klar gesagt. Wir müssen handeln. Genau, das habe ich vor. Du kennst das Land nicht so gut wie ich vielleicht. Und auch ich kenne es nicht wirklich gut. Aber Ulf redet sich ein, dass es gut sei, dass es zum Überleben reicht. Aber ich weiß nicht, ob du diese Äcker hier gesehen hast. Flüchtig, aber ich kann es mir vorstellen. Es gibt eine Möglichkeit, und da bin ich gerade dabei. Osko hält das große, schwere Buch nach oben, mit einer Seite aufgeschlagen. Es gibt einen Saatsegen, der mit großer Anstrengung zwar verbunden dazu führt, dass eine kräftige Pflanze wächst an der Stelle, an die man den Segen spricht. Normalerweise würde es empfohlen, in einem guten Acker das zu tun. Aber du weißt selber, dass der Boden hier, naja, verdorben ist. Allerdings glaube ich, dass ich mit Hilfe des Achats, dem mir Moras Bekanntschaft gegeben hat, dass ich in der Lage bin, dieser Pflanze eine Art Zeichen zu setzen, dass Veränderung möglich ist, weißt du? Ich würde bei Ulf anfangen, wenn wir ihm deutlich machen können, dass Hoffnung, dass sie greifbar ist. Vielleicht kann er mit den anderen Bauern sprechen, denen er auch vertraut. Das Risiko ist, dass jemand redet. Aber es ist keine schlechte Idee in jedem Fall. Ich denke, wenn wir das Dorf vorbereiten sollen, dann wird es zwangsweise dazu kommen. Wir müssen... Ich denke aber auch, dass wir nicht darum herumkommen, Garere und oder Rotair abzusetzen. Ich glaube, sie sind dafür verantwortlich, dass das hier so geworden ist. Nicht sie allein vielleicht, aber sie sind Teil dieser Apparatschaft. Gut. Sie als Vorsteherin der dunklen Mutter pflanzen diesen bösen Keim hier in die Erde, der das Land verpestet. Dann müssen wir ihn rausreißen. Dann lass es uns so machen. Du versuchst, die Bauern auf unsere Seite zu kriegen. Du zeigst ihnen die Wunder, die wir bieten können. Während ich herausfinde, zusammen mit Mora, welche Wurzeln wir vorher ausreißen müssen. Das klingt gut. Machen wir es so. Gott, ich werde nochmal gehen. Ich spreche mit Mora. Sie ist eh versteckt. Ich denke, sie kann die Zeit gut nutzen, um herauszufinden, wo unsere Feinde sind, wie viele es sind. Sie fällt nicht auf. Bis später. Bis später. Mora sei mit dir. Wir wollen ebenso.
Um das kurz zu machen, wenn Jandrik nach draußen schleicht und sich in der Nähe des Hofes umschaut und vielleicht auch ein bisschen in die Stadt rüberschleicht, zum Rest des Dorfes, du findest keine Spuren von Mora und sie wartet nicht irgendwo. Auch nicht in der Kammer, die wir verabredet hatten. Auch da nicht. Scheint unterwegs zu sein. Verdammte Wald macht nie was man soll, was sie soll. Dann werde ich selbst ein bisschen Ausschau halten und versuche, um den Tempel herum zu zählen, wie viele Wachen ich entdecken kann und die zwei Fraktionen voneinander zu separieren. Ja, jetzt, wenn du in der Nacht ein bisschen Beobachtungen anstellst, es sind nicht sonderlich viele Wachen, aber das habt ihr ja vorher auch schon herausgekundschaftet. Es sind einige, die da immer wieder patrouillieren, aber es sind nicht wirklich viele. Und die patrouillieren jetzt auch nicht gezielt irgendwie um den Tempel herum oder so. Wie viele? Vielleicht 4 oder 5, die im ganzen Dorf umherlaufen. Wie schwer bewaffnet? Kaum. Also mit einem Säbel vielleicht oder einer Keule. Also mit anderen Worten, die wissen nichts von der Gefahr, die ihnen droht. Ja. Interessant. Allein das ist schon interessant. Ja. Zu nah traue ich mich nicht ran, dafür kenne ich mich nicht hier gut genug aus. Das hätte... Wenn du so ausspähst, kannst du so eine kleine Zusammenkunft kannst du sehen. Irgendwie da sitzen Leute irgendwie draußen auf einem Dach mit Laternen beleuchtet. Das heißt, man kann sie relativ gut sehen. Und scheinen irgendwas zu trinken. Und da erkennst du halt auch Personen wieder, zumindest den dicken Händler, den ihr getroffen hattet. Da versuche ich mal näher ranzukommen und vielleicht ein bisschen zu lauschen. Ja, das ist so eine Art, die scheinen irgendwie ein Würfelspiel zu spielen oder so. Und die Gespräche unter denen sind relativ simpel, wenn man das so nimmt. Also die spielen und der dicke Händler scheint zu gewinnen. Und man erzählt sich so, ja, dreckige Witze und aber jetzt nichts, was von brauchbarer Informationslage ist. Okay. Außer, dass du vielleicht vermerkst, dass die Mitspieler ein bisschen ungehalten sind, dass der ständig gewinnt. Warum wohl? Gut, ja, das irgendwann wird auch Jandrik müde und dann zieht er sich zurück, um dann doch ein bisschen zu schlafen. Wenn du zurückschleichst, entdeckst du kurz bevor du auf das freie Feld herausschleichst, zwischen den letzten Gebäuden des Dorfes eine schwarze Gestalt in den Schatten stehen. Ich beobachte sie, versuche herauszufinden, wer sie ist. Lehnt einfach am Gebäude. Ganz entspannte Haltung, ein Fuß an den Gebäude gestützt, der andere auf dem Boden. Hat sie mich gesehen? Macht zumindest keine Anstalten. Irgendwie in deine Richtung zu sehen oder so. Ich komme ein bisschen näher. Will erkennen, wer das ist. Wenn du näher herangehst, kannst du in der Dunkelheit bessere Sicht bekommen auf diese Person. Das ist etwas eigenartig. Die steht ziemlich lässig da, hat aber einen Helm auf. Also einen vollen Helm. Und auch Plattenrüstung an. Zumindest am Oberkörper. Ist das dieser Kerl, der mir das Pferd verkauft hat? Könnte passen, ja. Seid unter der Rüstung schwer zu sagen, aber die Rüstung sieht schon verdammt ähnlich aus, ja. Sieht der so aus, als würde er hier Wache halten oder auf irgendwas warten? Der sieht eher aus, als wenn er sich da irgendwie die Zeit vertreibt. Also Wache stehen ist jetzt irgendwie anders. Hendrik beißt sich auf die Lippe, hört in sich hinein,
Neugier oder Vorsicht, was wird gewinnen? Und es ist das, was immer gewinnt. Er tritt aus den Schatten. Ja, wenn du möchtest, dass sie die Gestalt dich bemerkt, dann bemerkt sie dich und dreht sich zu dir hin. Guter Mann. So spät noch auf Reisen. Grüße. Gleiches könnte ich dich fragen. Ich habe mein Pferd verloren und suche es jetzt. Ich habe keins mehr abzugeben, was es ersetzen könnte. Vielleicht, wenn du nicht gut drauf aufgepasst hast. Wir haben gut drauf aufgepasst. Aber wie soll ich sagen, es fühlte sich ein bisschen unwohl. Da haben wir es Freunden gegeben. Er nickt. Wir wollen ja nicht, dass die Tiere leiden. Nein, natürlich nicht. Ihr seid noch immer hier. Ich hatte den Eindruck, ihr seid auf Durchreise. Das Feuer. Es waren Dinge zu tun. Aber ich war nicht die ganze Zeit hier, falls ihr euch das fragt. Nein, das ist. Mal hier, mal dort. Dachte ich mir schon. Geschäfte mich hinziehen. Heute ist ja keine Mondnacht. Der Helm dreht sich nach oben. Stimmt. Ich glaube, das letzte Mal, als ich euch sah, war Vollmond, oder nicht? Das kann sein. Na, ich will euch nicht weiter stören. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das stört überhaupt nicht. Schönen Abend wünsche ich euch. Wünsche ich ebenfalls. Angenehme Träume. Ich halte kurz inne. Dreh mich jedoch nicht um. Nicke. Angenehme Träume. Dann schleichst du rüber zum Bauernhof. Vielleicht noch einen kleinen Umweg, falls dich jemand beobachtet. Genau. Als du sicher bist, dass niemand dich verfolgt, schleichst du rüber zum Bauernhof. Legst dich schlafen, wie alle anderen auch. Und alle vier träumen das Gleiche diese Nacht. Ein Traum, den Jandrik zumindest schon mal kennt, denn er hatte ihn schon einmal zumindest als Vision. Diese Menge, die sich zusammengerauft hat um ein Rundell, einen Platz, einen sandigen Platz, auf dem drei Gestalten stehen und miteinander ringen. Eine weiße Gestalt, eine schwarze Gestalt und eine schöne Frau. Eigentlich sind die beiden männlichen Gestalten, die weiße und die schwarze, stärker im Kampf verwickelt als die Frau, die eigentlich versucht, sich aus den Kampfhandlungen herauszuhalten. Die Menge rundherum grölt und jault auf, bei jedem zu Boden ringen, nach jedem Schlag, nach jedem Tritt, der sein Ziel findet. Und dann greift die Frau doch ein und zieht gemeinsam mit der weißen Gestalt die Schwarze in den Boden. Versetzt ihm noch einen Tritt und die beiden noch stehenden jubeln der Menge zu, die grölt. Die schwarze Gestalt am Boden scheint sich nicht mehr zu bewegen. Es dauert eine Weile, bis die beiden Stehenden sich wieder gegenseitig fixieren. Und dann sich umkreisen wie zwei Tiere, wie zwei Raubtiere, die sich belauern.
Und dann seht ihr auch das Mädchen, was dort steht. In der Menge. Und euch anschaut. Genau euch anschaut und fragt, wer soll gewinnen? Sieht schlecht aus für den Schwarzen. Er hat sich übertölpeln lassen und seine Waffe ist verloren. Die anderen beiden haben ihre Waffe, glaube ich, noch. Aber es sieht auch schlecht aus für die Frau. Der Kampf hat sie ziemlich mitgenommen und angestrengt. Irgendjemand hat von draußen eingegriffen. Hat sie, beeinflusst. Eigentlich unfair, so von außen in den Kampf einzugreifen, oder? Ist doch unfair, Elena, oder? Tja. Manchmal kann man nichts tun gegen äußere Beeinflussung. Schon erst recht, weil es von deiner Herrin kam. Was die mit diesem Kampf zu tun haben. Was? Wie meinst du das? Zuckt mit den Schultern. Schau, jetzt greifen sie sich wieder an. Ha! Der Weiße hat seine Waffe auch verloren. Ja, ist er dumm. Die liegt doch da auf dem Boden. Müsste sie nur aufheben. Aber irgendwie will er das nicht oder so. Guck mal. Er läuft da dran vorbei. Vielleicht nimmt sie die auf. Das wäre spannend. Weißt du, wer die beiden sind? Oder die drei sind? Der Weiße und die Frau. Nein. Aber Namen haben sie nicht. Jedenfalls kennst du sie nicht, oder? Die Farbe weicht etwas aus dem Traum heraus. Dann schaut dich das Mädchen in ernste Miene an. Du siehst, wie die Haut an ihrem Gesicht irgendwie sich spannt und der Totenschädel unter der Haut zum Vorschein kommt. Sie sind der Tod. Gut. Dann glaube ich, kenne ich ihren Namen. Namen sind mächtig. Und mit der Szene, wie die Frau nach dem auf dem Boden liegenden Waffen des Weißen greift, erwacht jeder von euch, der wahrscheinlich eine ähnliche Konversation mit dem Kind hatte. Den hätte sich kurz vorher noch irgendwie vielleicht auf den Kampf zubewegt und wäre dann aber aufgewacht. Ist es noch mitten in der Nacht oder dämmert der Morgen schon? Es ist noch mitten in der Nacht. Helene löst sich vorsichtig von ihrer Tochter. Setzt sich auf und steigt dann herab. Setzt sich an einen. Überlegt kurz, sich an den Tisch zu setzen, aber schleicht sich dann aus dem Haus raus mit ihrem Säbel. Astanio ist ja zur gleichen Zeit aufgewacht. Nachdem Astanio unten schläft, hat er den kürzeren Weg. Und so sieht Elena Astanio dort stehen und tanzen. Und Elena fängt ihrerseits quasi an zu tanzen. Sie macht dann, geht etwas von ihm weg und macht dann da Schwertübungen. Ein paar Minuten
schaut immer mal wieder zu Jandre, zu Astani, guckt, was er macht. Ruhige Bewegungen, fast schon schlangenartig. Mhm. Helena versinkt dann auch in ihrem Schattenkampf. Stellt sich dabei auch vor, dass sie gegen diese Frau kämpft. Sie mag die Frau nicht. Nach einer Weile, als der Tanz der Marder von Astano geendet hat, realisiert er erst, dass Elena auch draußen ist. Es ist das erste Mal seit langem, dass er eigentlich diesen Tanz wieder in voller Ruhe mit sich selber ausgeführt hat. Und er versucht testweise die Augen zu öffnen. Ja, dein Augenlicht scheint besser zu werden, als das vor dem Einschlafen war. Ich hab's doch gewusst. Elena reagiert erstmal nicht, ich noch voll in ihrem Kampf drin. Was das ja wirklich Schattenkampf macht und nur gegen irgendwen irgendwas zu kämpfen scheint. Und Nathaniel lächelt. Zieht sein Schwert. Stört's dich, wenn ich mitkomme, mache? Elena stockt. Was? Oh, ja. Ja, Wir haben seit ein paar Wochen jetzt nicht mehr trainiert. Ja, das eine war kein Training, das war ein... Ich halte dich davon ab, dumme Dinge zu tun. Und Astanio verbeugt sich. Lena tut es ebenfalls und dann geht sie in Position. Komm schon, alter Mann. Zeig mir, was du kannst. Ausfallschritt nach vorne. Helena weicht gekonnt aus. Und sie hast doch Mühe, sie irgendwie zu treffen, während sie dich, denke ich mal, ein paar Mal doch erwischt, weil sie jetzt doch Sachen rausholt, die du auch nicht bei ihr, noch nicht bei ihr gesehen hast. Das ist jetzt wirklich, ja, echt ein bisschen die alte Elena, die da rauskommt, die Amazone, die da wirklich aufs Ganze geht, sich aber auch nicht täuschen lässt, wenn du da irgendwas versuchst. Sastane wird Mühe haben, einen Treffer zu landen. Was führt dich eigentlich zu später Stunde hier hinaus? Hat der Elena irgendwann hat sie den Kampf dann beendet? Ich weiß nicht. Ganz komische Träume. Ganz komische Träume. Ja, eher ein Traum, oder? Ein komischer Traum. Ja, irgendwas mit... Das sehe ich auch einen Kampf. Schwarz, weiß und Sonne und so. Und eine Frau. Wo weißt du das denn? Ich schätze, wir hatten den gleichen Traum. Oh nein. Ach, alle drei Totengötter. Das gemeinsam haben weiß und die Frau den Schwarzen besiegt. Es ist nur die Frage, wer ist schwarz und wer ist weiß. Ist es so einfach, dass weiß Boron ist und schwarz? Ich glaube nicht, dass weiß Boron ist. Nein, ich glaube auch nicht. Die Frau kann ich mir sehr gut denken, wer die ja. Frau ist. Und sie wird niemals dem Weißen geholfen haben, um Boron zu stürzen. Naja, vielleicht doch, weil er der Mächtigste ist und dann halt den anderen. Ja, so meinte ich das auch. Boron liegt gerade am Boden. Ja, das ist nicht gut.
Nicht wirklich, aber mir ist der dritte. Tagonigot, Boron und? Danny Raven. Ein Dämon, der während der Schlacht um Kurkum beschworen wurde. Ziemlich vergessener Totengott. Oh, schön. Das ist so das, was mir dazu einfällt. Derjenige, der mir in dem Traum damals die Hand reichen wollte, dass ich ihm helfe. Weißt du, was interessant ist, was die Kleine mir gesagt hat? Hm. Sie war nämlich auch da, hier. Xamanda. Ah, okay. Hm. Sie meinte, Rondra hat auch irgendwie eingegriffen und Taguni tot oder die Frau behindert. Frag mich nicht, wie. Aber bei mir, also... Und was mit dir jemand anders? Bei mir war es Praios. Nun, die Götter scheinen nicht gut auf sie zu sprechen zu sein. Aber ist doch nur mal recht im Sinn, es gehörten die Raven zu Tagunitot. Also wer ist der dritte? Ein ganz vergessener Totengott. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht so sehr mit den toten Göttern auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein. Ich auch nicht. Da müssten wir Jandrik fragen. Der wüsste da vielleicht eher Bescheid als wir. Ich glaube, es wird Zeit. Wir müssen morgen abreisen. Ist sofort, sowieso. Wir müssen sofort nach Bogrenwacht. Ja, da wir Fenja ja nicht wegbringen, auch wenn mir das schwerfällt. Das wird ich nicht hoffe, gut Sie sind enden. Dir wirklich sicher. Hm? Das wird nicht gut enden. Wenn du ihm sagst, dass sie... Wir dürfen ihm nicht sagen, dass Sanjo zeigt auf seine Stirn. Ja, ja. Hätte noch einen Grund, mir den Kopf abzuschlagen. Ja. Aber wir müssen an die Bücher. Und wir müssen herausfinden, was es damit auf sich hat. Mhm. Meinte Jan. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann jetzt nicht mehr schlafen. Naja, wir sollten trotzdem versuchen, zu schlafen. Sie greift nach seiner Hand und zieht ihn rein. Und einfach. Und das Tanja lässt sich einfach mitziehen. Und dann legt sie sich neben das Tanja quasi ins Bett einfach. In Neu-Ogrin-Wacht haben die anderen beiden ja denselben Traum gehabt. Einzig Osko konnte etwas genauer erkennen, wie die Gestalten aussehen. Du hast den Traum ja zum ersten Mal gefühlt. Die Frau ist, wie gesagt, eine schön gewandete Frau, aber du hast zu ihren Füßen öfters das Durchschimmern von Knochen gesehen. Bei dem hellen Gestalt erkanntest du auf dem Rücken ein großes Rad, das zerbrochen ist. Und die schwarze Gestalt hatte ein mächtiges Gebiss mit großen Hauern, die aus dem Unterkiefer hervorstechen. Und die Schwärze wirkte schon fast wie Fell. Wenn du es nicht genauer könntest, es ist nur ein Schemen, aber es erinnert dich an einen Ork. Osko ruckt aus seiner liegenden Position nach oben. Er blinzelt mit den Augen und schaut sich um. Und dreht sich dann in Richtung Jandrik. Wieder dieser Traum. Hattest du... Was? Was hast du geträumt, Jandrik? Dieser Traum, den ich immer mal wieder habe, den ich in meinem Todeskampf auch hatte, von diesen drei Gestalten, von dem auch Morondria erzählt hat. Jandrik, ich hatte deinen Traum auch.
Was? Drei Gestalten. Die schwarze Gestalt mit dieser Ork. Ork? So wie ich mir Schwarzpelze vorstelle. Große, mächtige Zähne. Schwarzes Fell. Ich weiß es nicht. Ich habe nur drei Gestalten gesehen. Ein Ork habe ich nicht gesehen. Die Frau auf knöchernen Füßen. Und der andere Mann mit dem Rad, was zerbrochen war. So genau habe ich das alles nicht erkannt. Das ist ein Traum. Es ist alles verschwommen. Aber du hast denselben Traum, nur mit mehr Details? Das ist dann schon kein Traum mehr, oder? Nein. Das ist dann eine Vision. Nein, ich glaube, du hast recht. Aber was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Ich war ein bisschen sprachlos. Dann war da auch noch dieses Kind. Es hat mich gefragt, für welchen der drei ich wäre. Ja, das fragt sie immer. Die war also auch bei dir. Ja, jedes Mal. Ich weiß es nicht. Ich denke immer, ich sollte für die Frau sein, weil halt. Aber ich denke, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich hätte wahrscheinlich... Wenn in Oskos Traum die weiße Gestalt ein zerbrochenes Rad trägt, dann wird Jandrika hellhörig. Weil das zerbrochene Rad ist das Zeichen des Boron. Wenn du das jetzt so sagst, ich habe diese Taste gesehen, ich habe die ganze Zeit immer vermutet, dass ich wahrscheinlich von diesem Weißen sein soll. Ein zerbrochenes Rad, sagst du. Ja, er trug es auf dem Rücken. Dann steht er verboren. Wenn ich richtig aufgepasst hätte, ich habe nicht richtig aufgepasst im Unterricht, aber das, was ich mitbekommen habe, so viel weiß sogar ich. Okay, also die knöcherne Füße, das klingt nicht gerade gut. Das, die Frau mit knöchernen Füßen, das kann doch nur die dunkle Mutter sein, oder? Das war die ganze Zeit meine Vermutung, ja. Aber wer ist dieses Monster? Dieser Ork? Ork, ich weiß es nicht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Eigentlich müssten wir zu Borandria, aber wir haben keine Zeit dafür. Wir haben so viel anderes zu tun. Auch wüsste ich nicht, was wir mit dieser Vision jetzt anfangen sollen. Ich weiß es nicht. Ich frage mich, ob die anderen... Egal. Naja, wenn wir eh schon wach sind, lass uns das Beste aus dem Tag machen. Ja. Vielleicht ist das Beste, du bereitest deine Vision vor und ich... Geh noch ein bisschen spionieren. Dann machen wir das. Ich werde jetzt sowieso nicht mehr schlafen können. Und Oskar holt von unter seinem Kissen den großen Wälzer heraus, schlägt das Buch erneut auf. Ich hoffe, dass das funktioniert. Nein. Hey. Jandrik dreht sich nochmal um, als er das hört. Tritt an heran. Die Hand auf seine Schulter. Das funktioniert. Du kochst das schon zusammen, da bin ich mir sicher. Da dreht er sich um und geht. Und Oskar lächelt, als Jandrik den Raum verlässt. Wo möchte Jandrik denn noch spionieren gehen? Er hofft ja immer noch, dass er Mora irgendwo findet, aber gibt es dann auf und überlegt sich dann nochmal, was er jetzt will. Das Tageslicht macht es ihm nicht leichter, aber er ist in irgendwelche Kutten gehüllt oder bleibt auch in den Schatten. Was er genau versucht herauszufinden ist, diese zwei Fraktionen besser voneinander zu trennen. Wer gehört zu wem? Welche Wächter schauen anderen Wächtern irgendwie böse entgegen? Wo rempelt der eine den anderen? Er will das genau sehen. Und vielleicht kann er ja auch einen Blick auf die Anführer irgendwann werfen. Auf dem Platz vor dem Tempel wirst du dann Zeuge einer kleinen Auseinandersetzung. Die Wächter, also zumindest
sind wahrscheinlich nicht dieselben wie heute Nacht, aber andere Wächter haben sich versammelt und scheuchen gerade ein paar andere Dörfler vom Tempel weg. Und die geraten aneinander. Aber da die Wächter bewaffnet sind, die anderen nicht, ist es ziemlich eindeutig, wer gewinnen wird. Außerdem sind die Wächter in Überzahl. Scheinen sich aber auch nichts daraus zu machen, den anderen deutlich zu zeigen, dass sie stärker sind. Prügeln und treten sie von den Stufen des Tempels her weg. Interessant. Den Leuten, die da weggeprügelt werden, denen will ich folgen. Die ziehen sich zurück und kommen ganz in der Nähe von Oskos ehemaligem Laden, werden sie ein Haus betreten. Ich schau mir das Haus an, schleiche ein bisschen herum. Vielleicht gibt es ja eine Stelle, von der ich das Gespräch innen belauschen kann. Das Haus ist gar nicht mal so gut gebaut. Irgendwie die Balken sind luftdurchlässig. Es sind keine Fenster darin, sondern einfach nur irgendwelche Läden, die man zugezogen hat. Das heißt, es ist ein dicker Spalt, wo auch irgendwie Rauch durchdringen kann, wenn man drin es warm haben will. Und der Ruß zwischen einigen von den Brettern zeugt auch davon, dass hier durchaus Feuerrauch mal durchgezogen ist. Du kannst allerdings auch bemerken, wenn die da drin sich so zusammenraufen, sich lauthals beschweren über das, was gerade passiert ist und dann mit einer Frau reden, die ihnen aber gut zuredet. Und dann meint, dass sie gut daran getan haben, sich nicht sonderlich zu wehren. Sonst wäre vielleicht Schlimmeres passiert. Sie scheint sie zu beschwichtigen und zu friedlichem Verhalten aufzurufen. Und warnt und mahnt zu Geduld. Denn sie meint, die gewaltsame Herrschaft wird auf lange Dauer nicht überdauern. Interessant, die Frau merke ich mir. Ich kenne sie nicht, nehme ich an. Hab sie noch nie gesehen? Da du die Rutter hier noch nicht gesehen hast, glaube ich. Du warst, glaube ich, nicht anwesend, als die das erste Mal aufgetaucht ist wieder. Ich bin nicht ganz sicher. Zwischen den Balken hindurchlugst, kannst du irgendwie erkennen, dass sie im Vergleich zu den anderen wesentlich blassere Haut hat. Ich merke mir das und trete dann aber, um nicht entdeckt zu werden, langsam den Rückzug an. Merke mir das Haus, das ist mir wichtig. Und wenn ich so zurückgehe, frage ich mich, wie es mit Oskos Ritual bestellt ist. Ja, Osko hatte ja dem Bauern was versprochen. Ja. Früh am Morgen steht Osko dann bereit und bittet dann Ulf nach draußen. Komm mit. Bevor du mit ihm nach draußen gehen kannst, stellt sich Xamander vor dich. Das Mädchen blickt so an dir herunter oder herauf. Für wen warst du? Osko beugt sich nach unten zu ihr. Der weiße Mann. Ich glaube, er war mein Favorit. Ich habe Angst vor dem weißen Mann. Ich habe Angst vor jedem von ihnen. Vielleicht aber, ist das auch richtig. Aber vor ihm hatte ich am wenigsten Angst. Warum? Was ist, wenn er einen holen kommt? Irgendwann wird er kommen. Dann ist unsere Zeit hier vorbei. Aber im Gegensatz zu der Bestie, zu der Frau, denke ich, dass sein Ende, das er bringt, ein schöneres sein wird. Was ist schön?
Das ist schwierig zu sagen. Darauf habe ich keine Antwort, um ehrlich zu sein. Wie kann es dir dann Halt geben, für ihn besser zu finden? Es ist schwierig. Es ist einfach ein Gefühl. Tief hier drin fühle ich mich irgendwie zu diesem Mann hingezogen. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Aber das liegt nicht in unserer Macht, das zu verstehen. Xamanda, jetzt lass den Osko mal in Ruhe. Der hat mir irgendwas versprochen, dass er mir was zeigen will. Geh spielen. Wir sehen uns später. Zuckt mit den Schultern. Du hast recht. Komm. Hoffentlich hat sie dich nicht belästigt. Nein, nein, überhaupt nicht. Du weißt doch, ich komme schon immer ganz gut hin. Zeug, weißt du. Weißt du ja. Ach. Ich kenne sie überhaupt mal redet. Immerhin hat sie geredet. Das freut mich. Und dann auch noch mit mir. Eine Ehre für mich. Aber dafür sind wir nicht draußen. Nee, du wolltest irgendwas mit dem Acker machen. Ich habe heute Morgen schon mal geguckt, die Ochsenüberreste sind leider ziemlich nah am Haus gerade. Kannst du da irgendwas machen? Die Überreste? Dagegen kann man was machen. Aber... Na komm mit, solange wir jenseits des Zaunes bleiben, sind sie, glaube ich, friedlich. Wenn man den Zaun übertritt, überklettert, dann ist es schon... Das ist in Ordnung. Ich nehme den Hund mit, dann sind wir ein bisschen geschützt. Das war eine gute Idee. Aber ich habe dir was versprochen gestern. Oder zumindest etwas... Ja, ja, du wolltest was mit dem Acker machen. ...in Aussicht gestellt. Wenn ich mir deine Acker ansehe und deine Hände ansehe, Ulf, dann sehe ich, dass du jemand bist, der hart arbeitet. Ja. Und gut erkannt. Normalerweise sollte auf einem gut bestellten Acker eine gewisse Kraft innewohnen. Allerdings. Und Osko kniet sich zu Boden und greift mit seiner rechten Hand einmal in den Boden, nimmt eine Handvoll Erde nach oben und zerreibt sie ein wenig. Es ist schwierig. Diese Erde ist öd, denn da, wo die Herrin des Untodes wandelt, kann kein wirkliches Leben entstehen. Die Erde ist kraftlos. Und so lässt er die Erde zu Boden fallen. Es gibt wenig Hoffnung, dass aus ihr etwas Gutes erwachsen kann. Trotz harter Arbeit. Und du weißt, das habe ich auch gemacht. Als Osgood in die Erde hineingreift, in die ja, mit dem Frost der Nacht noch bedeckten, also es ist halt schwierig, auf die gefrorene Erde irgendwie hast du ein Gefühl, was dich überrascht, denn du kennst die Acker ja eigentlich. Und du erwartest genau das, was du gerade dem Bauern beschrieben hast. Aber in dem Moment, wo du deine wohl vorbereiteten Worte zu ihm sprichst, merkst du, als die Erde so zwischen deinen Fingern verrinnt, dass etwas anders ist als sonst. Der Boden ist zwar wirklich ausgelaugt, das stimmt wohl, allerdings nicht so, wie du das gewohnt bist. Es scheint eine kleine Spur von Leben in diesem Boden zu stecken. Osko lächelt. Wie gesagt, von der Herrin des Untodes kannst du keine Hilfe erwarten. Sie wird deine Arbeit nicht wertschätzen, den Fleiß, den du reintust, Tag für Tag, Jahr für Jahr.
Bei der Herrin Perain ist das anders. Ich möchte dir etwas zeigen. Osko greift in einen Beutel an seiner Seite und holt einen kleinen Samen hervor. Und hält ihn auf Ulf hin. Du siehst diesen Samen. Das ist Knoblauch. Ich weiß, er wächst hier nicht. So gut wie nichts wächst hier. Aber lass mich dir anhand dieser Pflanze demonstrieren, was möglich ist in dieser Erde. Was möglich ist, seitdem ich aufgebrochen bin. Und das ist nur ein Vorgeschmack von dem, was kommen könnte. Aber ich habe genug geredet. Und Osko kniet nieder auf dem Boden, gräbt mit seinen Händen ein Loch, gut einen halben Unterarm tief, und setzt den Samen in die Erde, schiebt etwas Erde darüber und spricht die Worte: Herrin Perain, ich flehe dich an. Die Saat ist bereit. Frohe Arbeit wird getan. Schütze sie in der lebendigen Erde. Dabei schließt Osko die Augen und hält in seiner rechten Hand das Band mit dem Achat in der Hand über diesen Fleck Erde. Und im ersten Moment geschieht nichts. Er wartet einen Moment und nach einigen Momenten sieht man aus der dünnen Erdschicht, die den Samen bedeckte, einen kleinen grünen Spross hervorschauen. Osko dreht sich zu Ulf herum. Der erste Segen schützt die Saat. Dann nimmt er den Rest der Erde, schüttet sie über das kleine Loch hinüber, drückt die Erde platt und spricht weiter. Herrin Perain, ich flehe dich an. Die Saat ist gesät. Die frohe Arbeit wird getan. Schütze sie in der lebendigen Erde. Erneut wartet er einen Moment. Und wenn er die Hand von der Erde wegnimmt, sieht man wieder eine kleine, zarte, grüne Pflanze. Nicht größer als die Fingerkuppe, aus dem Boden schauen. Der zweite schützt den Keim, sagt er wieder zu Ulf. Er holt tief Luft, legt beide Hände übereinander, über den Punkt, an dem er vorhin schon seine Hand hielt, spricht ein drittes Mal: Herrin Perain, ich flehe dich an. Möge die Saat reifen. Die frohe Arbeit wird getan werden. Schütze sie in der lebendigen Erde. Und er konzentriert sich. Er schließt die Augen und murmelt in sich hinein ein: Bitte, erhöre mich, Perain. Und wenn er die Hand wegnimmt, wird der kleine grüne Samen, die kleine grüne Pflanze, gewachsen sein. Die Größe einer Hand vielleicht. Und langsam wächst sie weiter und weiter, bis sie gut eine Kniehöhe erreicht hat. Die Blätter wölben sich nach außen, eins nach dem anderen, langsam und beständig, bis sich oben an der Krone der Pflanze einzelne kleine weiße Blüten bilden, die sie langsam auftun und dann zu einer kleinen, jungen, erwachsenen Knoblauchpflanze werden. Und er schaut zu Ulf.
Er steht mit geöffnetem Mund und großen Augen neben dir und schaut die Pflanze an. Komm, komm näher. Das war eine Zauberei, hast du dort gemacht. Das ist kein Zauber. Komm, und komm ruhig. Überzeug dich selbst. Schau sie dir an. Sie ist frisch. Sie ist frisch. Sie ist stark. Sie wird den Winter überstehen und im Sommer starke Früchte tragen. Und das alles nur, weil sie auf deinem hart bearbeiteten Acker wachsen kann. Deine Arbeit, deine Mühen in Kombination mit der Macht der Herrin Perrine hat diese Pflanze blühen lassen. Stell dir vor, was passieren könnte, wenn dieses Land von der dunklen Mutter, von dem Gift im Boden befreit wäre. Stell's dir nur vor. Keine dunkle Saat hier überall, keine fleischfressenden Bäume hier. Keine Untoten, die durch die Gegend wandeln. Frisches Grün wie das hier. Kräftige, starke Pflanzen. Wenn die Erdkraft einmal zurückgekehrt ist, wird das hier ein grünes Land werden. Aber dazu brauchen wir eure Hilfe. Jandrik und ich, wir waren im Westen. Wir haben gesehen, was kommen wird. Und es ist, eine Armee ist auf dem Weg hierher. Der Wall ist durchbrochen. Bald werden sie hier sein. Aber nicht, um Zerstörung zu bringen, wie die Drachengarde. Nicht, um eure Kinder zu verschleppen. Nicht, um die Toten zu erheben. Sie sind hier, damit dieses Land befreit wird. Dieses Land, was so lange gelitten hat unter Menschen wie Garere und den anderen Nekromanten. Ulf, ich bin hier, weil wir das Land retten möchten. Wir möchten euch helfen. Euch, den Menschen hier, den Bauern, die so Tag um Tag so viel Arbeit in diese Äcker gesteckt haben, nicht aufgegeben haben, obwohl eigentlich keine Hoffnung mehr in Sicht war. Wir möchten, dass eure Arbeit sich wieder lohnt, dass sie ausgezahlt wird, dass ihr nicht mehr von Winter zu Winter denken müsst, von Tag zu Tag, sondern dass ihr wieder reiche Ernte einfahrt, dass ihr wieder hoffen könnt und dass das Land wieder zu einem besseren Ort wird. Besser, als ich es kennengelernt habe, als du es kennengelernt hast und unsere Eltern. Dafür sind wir hier. Aber das schaffen wir nicht ohne euch. Wir. Was sollen wir tun? Die Truppen haben uns vorgeschickt, damit wir in Erfahrung bringen können, ob das Land bereit ist dazu, sie aufzunehmen. Maogamacht ist eine Art, naja. Wir suchen einen Platz, wo das Heer lagern kann, damit es weiter vordringen kann nach Osten. Und wir möchten euch nicht zwingen dazu. Das ist nicht unser Anliegen. Wir möchten euch nicht dazu zwingen, uns zu helfen. Wir möchten, dass ihr das auch wollt. Denn ich kann es nur noch mal sagen. Und natürlich, eine Gewissheit für euch gibt es da nicht. Aber wir sind nicht hier, um zu plündern, sondern wir sind dazu da, um euch zu befreien. Deswegen
müssen wir wissen, ob ihr auf unserer Seite seid. Du warst genauso wenig wie ich bei diesen Treffen. Ich weiß, dass du an die dunkle Mutter nicht glaubst. Und ich verlange auch nicht, dass du an meine Herrin Preine glaubst. Aber ich möchte, dass du daran glaubst, dass das ein besserer Ort hier werden kann. Dass die Veränderung, die wir bringen, dazu führen kann, dass der Ort wieder zu einem Ort der Hoffnung werden kann. Das können wir nicht alleine machen. Das kann nicht ich, das kann nicht Jandrik. Dafür brauchen wir euch und eure Hilfe. Die Hilfe der Menschen hier. Nicht die derjenigen aus dem Westen, die kommen. Sondern wir brauchen eure Hilfe. Darum sind wir hier. Gut geredet. Ich will gerne an diese fruchtbare Zukunft glauben, die du mir versprichst. Ich verstehe, dass du zweifelst. Ich sehe es in deinen Augen. Und ich verstehe, warum. Dein Leben lang bearbeitest du diesen Acker, lebst Tag für Tag in den nächsten Winter hinein. Und auf einmal soll sich das ändern. Und glaub mir, Ulf, ich habe da auch nicht dran geglaubt. Tag für Tag habe ich den Laden geöffnet, gewartet, bis rar gesäte Händler kamen und mir einfach Zutaten gebracht haben. Und du weißt. Aber ich kann dir nicht mehr geben als das, was ich gesagt habe. Ehe. Aber du hast mir immer noch nicht gesagt, was du von mir willst. Die Bereitschaft, die Truppen hier lagern zu lassen in der Nähe. Wenn ich so direkt sagen darf. Neu-Ogrimwacht ist eine Art Brückenkopf. Oder zumindest soll das so geplant sein. Von hier aus könnten die Truppen weiterziehen. Weiter nach Osten. Ins Zentrum der Rabenmark. Über die genauen Pläne weiß ich nichts. Du weißt, ich bin alles andere als ein Kämpfer. Verstehe. Es geht darum, dass du... Jandrik ist ein Kämpfer, nicht wahr? Ja. Das ist er. Und ein ziemlich guter, will ich mal. Und ich denke, wenn er nach dem Feuer ist, Neu-Ogrimwacht nicht sonderlich streitfähig. Das heißt, wenn hier ein Heer vorbeikommt, wird es zwangsläufig so passieren, dass sie sich hier nehmen, was sie kriegen können. Aber das ist der Punkt. Wir möchten nicht, dass sie sich nehmen, was sie wollen. Wir möchten nicht gegen euch kämpfen. Zumindest hoffen wir das. Unsere Aufgabe ist, zu schauen, ob ihr bereit seid, uns von euch aus zu helfen. Wir möchten hier nicht als die Eroberer herkommen, die sich mit Gewalt hinnehmen, was euch gehört, was ihr so hart erarbeitet habt. Deshalb sind wir hier. Wir möchten mit euch sprechen. Mit dem Dorf. Und schauen, ob ihr bereit dazu seid, dass... Ja, ich wiederhole mich. Du verstehst. Darum sind wir hier. Verstehe. Osko nickt. Was denkst du über den Rest des Dorfes? Wie stehen sie dazu? Die meisten hier sind wie ein Fähnchen im Wind. Ich denke, wenn die Armee kommt, werden nicht viele Widerstand leisten. Außer Guerrero und Rotair.
Guerrera auf jeden Fall. Und ihre Schlägertruppen wahrscheinlich auch. Aber das sind nur eine Handvoll. Rotaier, nun, ich denke, da geht es vielmehr um Existenz. Ich glaube nicht, dass man sie hier duldet. Ich glaube aber auch nicht, dass sie kämpfen würde. Ich verstehe. Ich habe noch nie mit ihr gesprochen. Ja, sie ist gestorben, bevor du hier angekommen bist. Ja, und jetzt wieder da. Eine der Besonderheiten hier. Aber du glaubst, dass sie friedfertig sein würde? Sie ist nie sonderlich dadurch aufgefallen, dass sie kriegerische Auseinandersetzungen hatte. Im Gegenteil, sie hat dieses Dorf aufgebaut. Ich verstehe. Wegen ihr sind hier viele Anhänger der Dunklen Mutter, nicht wegen Guerrera. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe mit Guerrera auch eher weniger gute Erfahrungen gemacht. Aber ja, ich weiß nicht, was aus Rota ihr werden würde. Da muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich würde sie fliehen. Denke ich. Einige von ihren engsten Vertrauten wahrscheinlich mit. Aus Selbstschutz. Die dann noch hier bleiben, wie gesagt, sind hier, weil ihnen was an diesem Dorf liegt und nicht, weil sie irgendwem anhängen. Das klingt gut. Den meisten hier ist es eigentlich egal, wer hier das Sagen hat. Hauptsache, sie haben ihre Ruhe. Aber wenn du ihnen das da zeigst, naja, das ist schon ein beeindruckender Trick. Das ist kein Trick. Glauben ist das. Das sagt Rotha ja auch immer. Ja. In der Hinsicht sind wir ähnlich. Wir glauben an einen Gott oder eine Göttin. Und dieser Glauben trägt Früchte. Nur, dass ihre Früchte Albträume sind. Und Untote, die durch die Straßen wandeln. Und die Früchte von Peraina sind die Früchte der Felder. Das Leben, was den Wald erfüllt. Und da unterscheiden wir uns wieder. Hm. Vermutlich. Lass mich dir was geben. Hier. Was ist das? In der Hand hält Osko ein kleines Tuch. Und wenn er das Tuch ausbreitet, sieht Ulf darin ein paar Samen, die sehr ähnlich zu dem aussehen, die Osko gerade eingepflanzt hat. Knoblauch. Ich weiß, ja, nehm ihn ruhig. Ich kann aber deinen Trick nicht. Den musst du nicht können. Das hier ist unabhängig davon. Es braucht Zeit, das weißt du. Wenn du neue Rüben anpflanzt zum Beispiel, es braucht eine Zeit. Aber, und das ist auch ein Punkt von Peraina, diejenigen, die hart arbeiten, die fleißig sind, die werden das Gleiche erbringen. Das hier ist nur, um dir zu zeigen, was möglich ist. Du kannst das genauso schaffen.
wenn du hart arbeitest, fleißig bist und glaubst, dass es gelingen kann. Und bei den ersten beiden Sachen weiß ich, dass du es tust. Zur nächsten Erntezeit werde ich dich an deinen Worten messen. Da bitte ich drum. Nichts anderes habe ich erwartet. Wie gesagt, behalte ich. Wenn die Truppen kommen, ist es dann sicher für die Kinder? Ja. Ich meine, ich bin davon überzeugt. Auch für mich ist die Situation neu. Aber den Kindern wird kein Leid angetan. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nimm dich beim Wort. Mach das. Nun gut. Jetzt lass uns mal den Zaun gehen und die Ochsen vertreiben. Ja, ich wusste, da war noch was. Osko krempelt sich die Ärmel hoch. Nun gut, wollen wir mal an die Arbeit gehen. Ja, dann geht ihr los. Wir schalten noch mal ganz kurz zurück zu Elena und Astanio. Die wieder zurückkehren in die Stube, wo die Kinder langsam auch schon wieder wach geworden sind. Und Esmeralda ebenfalls. Es wird ein Feuerchen angemacht, ein Tee aufgesetzt, der schon besonders gut riecht, als ihr reinkommt. Und ja, das laute Tollen der Kinder erfüllt den Raum. Aber als ihr den Raum betretet, wird ebenfalls deutlich, weil die Kinder noch nicht fertig umgezogen und angezogen sind, wie eigenartig diese drei kleinen Kinder sind, die ihr gerettet habt. Das große Zeichen auf der Brust prangt und brennt sich in die Augen und passt so überhaupt nicht zu den fröhlich spielenden Kindern, die von dem Zeichen eigentlich gar nichts groß mitbekommen und für die das anscheinend selbstverständlich zu sein scheint. Nicht in einer Akademie. Es geht einfach nicht. Nein, sie würden, naja, wenn man sie untersucht, direkt einen Kopf kürzer gemacht werden. Allein in Umkleiden. Ist jetzt bei der Aufnahme doch schon, oder wie läuft so eine Aufnahme ab? Nicht in den Aufnahmen, nein. Du wirst mitgenommen. Mir ist den Magistern vorgestellt und dein Unterricht beginnt. Und ab dann bist du Magier. Hm. Okay. Ja, dann bleiben sie hier und wenn das alles vorbei ist, hoffen wir, dass sie noch hier sind und dann. Da seid ihr ja. Setzt euch. Ich hab noch. Rot irgendwo. Oder wollt ihr lieber ein bisschen Brei? Brot ist in Ordnung. Na, dann setzt euch schon mal. Elena schaut so, wenn ihre Tochter auch da rumturnt, wie so ein bisschen besorgt. Ja, die kappelt sich gerade mit dem Depold. Oh Mann. Endlich jetzt mal Freunde gefunden, mit denen sie wirklich spielen kann. Die Elfe setzt sich neben Astanio. Schaut so an ihm vorbei hoch. Astanio folgt ihrem Blick. Schaut halt dich an, ne? Du bist so größer als sie. Na? Na? Was ist denn so interessant?
Du wirkst gar nicht so böse. Wieso soll ich böse wirken? Menschen, Männer sind alle böse. Sind wir das? Na, Tion vielleicht nicht, der ist ruhig. Aber Depold auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall böse, wenn er groß ist. Ich glaube nicht. Gibt es viele in eurem Alter, die vielleicht ein bisschen über die Stränge schlagen, aber eigentlich gern herzensgute Leute sind. Ich kenne nicht viele Menschen, Männer. Die, die ich kenne, haben mich entführt. Ja, das waren eindeutig keine guten Menschen. Es gibt also auch gute Menschen? Ja, es gibt gute Menschen. Es gibt Menschen, die mal böse waren und gut werden. Und es gibt auch gute Menschen, die mal böse werden. Menschen sind Badok. Badok, ja. Was dann, Jo? Reibt sich so ein bisschen den Bart. Den 3-Tage-Bart, den er inzwischen hat. Kriege ich das auch? Nein, ich glaube nicht. Kriegt Depold das? Wahrscheinlich schon, ja. Das sieht scheiße aus. Na, na, na. Das war jetzt aber böse von dir, meine Liebe. Andere auszulachen. Na, und manchmal ist es vielleicht sieht ziemlich ungepflegt aus. Elfenmänner haben das nicht. Sieht ein bisschen aus wie ein Ork. Nur weniger. Was ist mit den Zwergen? Noch nie einen Zwerg gesehen. Da solltest du mal die Zwergenfrauen sehen. Gerüchteweise tragen die auch Bärte. Tja, sie sind seltsam. Sind die auch ungepflegt? Naja, also ungepflegt würde ich das nicht bezeichnen. Die pflegen die schon, ihre Bärte. Die Bärte sind ihnen heilig. Such mal einen Zwerg, den Spat abzuschneiden. Ich sag ja, Menschen sind Badok. Zwerge wahrscheinlich noch viel mehr. Was heißt das eigentlich? Badok ist bei den Elfen alles, was nicht elfisch ist. Okay. Also so seltsam. Es ist schwer zu erklären. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Ich hatte es auch nur theoretisch. Dann lass es. Lass uns frühstücken. Sie meint eine Mischung aus seltsam und krank. Ah ja. Wir sterben. Ja. Das ist die Krankheit. Was Daniel zwinkert dir zu. Ja. Ja. Und Daniel wird ein bisschen, senkt zu den Kopf. Ich weiß. Smaralda klopft dir so auf die Schulter. Macht's nichts aus. Und nein, nicht alle Menschenmänner sind böse. Und das Tanjo wird das Elfenmädchen anschauen und sag mal, du willst mir erzählen, dass wir ungepflegt sind? Mhm. Hast du dich gestern nicht in den Ohren gewaschen? Und das Talio krabbelt so hinten an den Elfenohren und zieht eine Münze raus. Ja, also das von der anderen Seite des Tisches kommt Applaus von Depold. Ja, so sauber warst du nicht und leg dir die Münze in die Hand. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn sich Astanio jetzt wieder hinsetzt, kommt ein dickes von unter seinem Mund.
Depold fängt noch lauter an zu lachen. Fenja boxt ihn so mit dem Ellenbogen in die Seite. Hör auf damit! Was denn? Das war er doch, sagt er. Ja, Masai stellt sich schon innerlich vor, um Gottes Willen, der Unterricht wird stimmen. Tion ist dann das erste Mal, dass er irgendwie ein paar Worte sagt und blickt so von seinem Brei hoch. Aber in einem kann ich Odania ja verstehen. Also uns alle haben ja hat der schwarze Mann ja geholt. Astanio stockt der Atem. Schwarze Mann? Kannst du das näher beschreiben? Er hat uns weggeholt von der Elfe. Alle? Und ich versuche Odania schon die ganze Zeit zu beschreiben, dass das was Gutes war und nicht was Schlechtes. Wie sah der schwarze Mann aus? Er war schwarz. War ein Mann. Lange Haare, grüne Augen. Ich glaube, war das... Nein. Der hatte einen Helm auf. Moment mal. Und Sanjo überlegt. Fenja, willst du nicht den Vogel mal aus seinem Käfig lassen? Ich bin mir nicht sicher. Nachher fliegt er weg. Außerdem gerade. Vielleicht nach dem Essen besser. Schaut so Richtung Esmeralda und die nickt so. Nach dem Essen klingt ja gut. Die Elfe war nicht nett, sagt Odania. Glaube ich. Und was hat die Elfe gemacht? Die hat uns das hier gemacht. Dann war sie nicht nett. Nein, dann war sie absolut nicht nett. Dann war sie sogar sehr, 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 sehr böse. Tion nickt und sagt dann, der schwarze Mann hat uns von ihr weggeholt. Und an den dicken Mann verkauft. Der war aber dann nicht mehr so nett. Dann war der schwarze Mann aber auch nicht wirklich nett. Sie, und zeigt mit einer Hand auf Esmeralda, sie ist nett. Sie ist ja auch eine Frau. Ich habe schon dieses Spielchen ein paar Mal gemacht, meint Esmeralda. Die Kinder haben eine ziemlich komische Erfahrung machen müssen. Das glaube ich gerne. Ich verstehe auch noch nicht so alles. Ich denke... ich weiß nur, dass sie alle irgendwo aus der Nähe von Warung kommen. Warung. Und, naja, wenn sie die Elfe beschreiben, in meinem Zirkel haben wir ein paar Beschreibungen gehabt. Also ich denke, das passt ganz gut auf diese Bombardianerin, auf die Scharlachkraut heißt sie, glaube ich. Der Name sagt mir nichts. Ich habe auch keine Ahnung. Noch nie gehört. Ich habe versucht, das etwas von den Kindern rauszukriegen, ob sie irgendwas mitbekommen haben, was das Ganze sollte mit diesem Brandmal und diesem... Aber...
Sie sind Kinder, sie haben es nicht verstanden. Ich meine, wer sowas mit Kindern macht, ich meine, wir sind hier zwar in den Schwarzen Landen und meine Schwestern sind hier, naja, ich glaube, das müsste auch mal geahndet werden. Ach, das waren ihre Schwestern? Hm? Nein. Oder wie soll ich das verstehen? Ja, das... Ich denke, dass meine Schwestern das ahnden würden. Ach so, Verhalten. Okay. Wenn sie die Macht dazu hätten. Naja, ich meine... Ich weiß gar nicht mehr, das ist der letzte, die letzte Versammlung ist schon sehr lange her. Es ist ja auch nicht zu verdenken, dem Risiko, dass man da eingeht. Hm. Zu viel los hier in den Landen. Ja. Zu viele magische Energien. Flüsse. Und da horcht das Tanja auf. Magische Flüsse? Hm. Mein Zirkel glaubt, dass das Land irgendwann mal voll geflutet war mit Magie. Und dass Borberat sich deren Magie bemächtigt hat. Ich glaube, so eine Zusammenkunft eurer Schwestern wäre gar nicht mal so schlecht. Bei uns ist das eigentlich nur Gerüchte sagen. Wir kümmern uns da gar nicht großartig drum. Es sind eher die Druiden, die das machen, die sich um das Land und ihre magischen Flüsse kümmern. Und wo finde ich die? Irgendwo in den Bergen. Und das Tanja schaut... Druiden sind ein bisschen speziell. Sie halten nicht viel von Gesellschaft. Nun... Da kenne ich auch noch andere Personen, die davon nicht so viel gehalten haben bisher. Was mich allerdings sehr merkwürdig stimmt, ist, warum sollte ein merkwürdiger schwarzer Mann an der obersten Borbardianerin in diesem Landen Kinder klauen und sie an einen Händler verkaufen? Verhindern will, dass sie ihre Kräfte missbraucht? Ich weiß ja nicht, wieso Rituale ablaufen, aber... Was hätte davon? Den Fortschritt des Rituals oder was auch immer da geplant ist, stört? Ich zähle jetzt nur eins und eins zusammen. Guten, meinst du? Wenn er zu den Guten gehört hätte, hätte er die Kinder nicht verkauft, sondern hätte sie in Sicherheit gebracht. Vielleicht war das das Sicherste, was er kannte? Das kann ich mir... Er ist den ganzen Sachen nicht schlau. Kann ich mir gut vorstellen. Ist die Frage, wohin er diesem Händler gesagt hat, wo er die Kinder hinbringen soll. Ich denke, er hat das gar nicht gesagt. Er hat sie wahrscheinlich einfach vertickt und dann... in seine Weges ziehen lassen. Ja, dann gilt es herauszufinden, wo er mit ihnen hin wollte. Und das finden wahrscheinlich auch nur in Ogrenwacht raus. Ja. Dann haben wir schon zwei Gründe. Mit dieser Aussage und dem Gedanken im Kopf, dann vielleicht doch zurückzukehren nach Neu-Ogrenwacht, so schnell man kann. Verlassen wir für heute die Rabenmark. Weil wir haben es schon über eine halbe Stunde länger jetzt gespielt, als wir sollten. Vielen Dank fürs Mitspielen. Oh, gerne. Fürs Leiten. Gerne, vielen Dank gerne. Fürs Leiten. War wieder sehr gut und sehr intensiv. Recording stopped. Mir war das so klar, dass mit Fenja kommt. Ich hatte das so im Urin. Ja, irgendwas. Das war schon so klar. Das hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, aber ja. Oh doch, das hatte ich. Das war mir von Anfang an klar, als wir die da abgeliefert haben. Ja, wir haben ja gar nicht so viel Zeit jetzt geschafft, aber was doch gar nicht so schlecht ist, weil Sierra dann nicht so viel verpasst. Allerdings haben wir inhaltlich, glaube ich, relativ
Spiel gemacht heute. Dieser Traum, ey, das war eine geballte Ladung an Informationen, was es da alles gab. Jeder sein Bruchstück. Langsam müssen wir da mal ein bisschen Futter machen. Ja, wir haben schon viel zu lange uns um die Charaktere nur gedreht. Jetzt muss auch mal der Weltplot wieder ins Rollen kommen. Mhm. Boah, ihr seid ja gut in der Welt. Also, so ist ja, das ja nicht. Also. Ja, schon, aber... Ich muss ja zugeben, ich dachte jetzt beim... Nee, egal. Ja, vielen Dank an euch, dass ihr mitgespielt habt. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Beim nächsten Mal ist es dann auch irgendwie flüssiger, wenn Sierra wieder dabei ist, dass Jandrix sie dann finden kann. Das war irgendwie heute dann irgendwie ein bisschen... Es ist, glaube ich, besser, wenn wir sie da ganz rauslassen. Gerade weil es die Situation jetzt gerade hergab, dass das ganz gut passte. Dem Tengil sind wieder neue Fragen dazu gekommen. Ja, das ist gut. Echt? Das bringt die Stimmung, das bringt die Geschichte voran. Also, wir hatten keine Antworten. Damit, ja. Genau. Und ja. Es ist immer ganz, ganz schön, wenn man Spieler dabei hat. Also ich weiß nicht, ob ihr ZuschauerInnen das irgendwie mitkriegt, aber meine SpielerInnen hier haben keine Ahnung vom Aventurien groß. Das ist ganz witzig, weil irgendwie erfahrene Aventurienbespieler einiges ganz, ganz schnell irgendwie so aus dem Ärmel geschüttelt hätten. Aber ich finde es so, wie es jetzt ist, eigentlich viel realistischer. Auch, dass ihr die zum Beispiel jetzt die Götter nicht zuordnen könnt und so, das ist sehr charaktergetreu. Definitiv. Falls sich das noch jemand irgendwie dazu reingeschaltet hat, beim Jandrik fragt, Jandrik ist halt dem Golgarithenorden zugehörig, aber A, nicht geweiht und B, hat er in der Schule, in den Unterweisungen, wie er heute ja gesagt hat, nicht sonderlich gut aufgepasst. Ja. Er hatte immer etwas anderes zu tun. Aber das war super, das war wieder mein super Zug. Er hatte wahrscheinlich Frauen im Kopf, dieses Yeah. Ich finde, ich muss mal ein bisschen erklären, warum ich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe. Und dachte, das ist eine ganz gute Erklärung. Ja, klar. Ja, aber das ist auch super. Das hat ja seine Gründe, warum man dir die Weiher nicht gegeben hat. Unzureichendes Wissen. Wenn du die Grundlagen schon nicht hast. So dreimal durch die Golgariten-MPU gefallen oder so. Ja. Irgendwie sowas. Ach, herrlich. Ja. Herrlich. Und, dieses Mal wieder eine etwas andere Art von Astanio mitbekommen. Es ist auch mal wieder ganz erfrischend, dass der etwas positivere Astanio zutage tritt. Sehr, 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 sehr schön, mal wieder irgendwie die andere Seite mal zu sehen. Ja. Gut. Ja. Wenn alles klappt, dann finden wir in 2 Wochen wieder zusammen. Und schauen dann, wie es weitergeht. Und euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs so fleißige Kommentieren, auch für den Raid, der zwischendurch reingekommen ist. Und falls ihr das später nachschaut auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Kommentar und so ein Däumchen und so, damit der Algorithmus merkt, dass das gewollt und gern gesehen wird. Ich leite auch alle Kommentare immer weiter und ihr könnt davon ausgehen, dass die Kommentare, wenn eigentlich immer ganz Erheiterung ist, glaube ich, das falsche Wort, aber irgendwie zur Erbauung des jeweiligen Tages, an dem sie weitergeleitet und gelesen werden, immer beitragen. Also mir hat das schon einmal einige Male passiert, dass ein positiver Kommentar dann sehr, sehr balsam auf die Seele ist, wenn man mal einen scheiß Tag hat oder sowas. Also schreibt uns das ruhig, wenn ihr es ganz gut findet. Wenn ihr was zu kritisieren habt, konstruktiv gern auch drunter. Nur behaltet immer im Hinterkopf, wir spielen kein normales DSA hier. Und auch die Kampagne ist, wie vielleicht schon der eine oder andere gemerkt hat, stark abgewandelt. Ja. Sonst habe ich gar nicht mehr groß was zu sagen. Habt ihr noch irgendwas, worauf ihr noch hinweisen möchtet? Irgendein Projekt oder so, was ansteht bei euch? Momentan nicht, nee.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut, passt auf euch da draußen auf und feiert noch schön die restliche Stunde des Tages am 1. Mai. Nein, tanzen konntet ihr hoffentlich heute schon. Jetzt tanzt auch gut raus. Vielleicht mit dem Tanz der Marder oder so. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Schade. Wobei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.